dann weil ich Kredit freiem ganz schön in Ohren wünsche, ich will uns merci so unter sich. Heute nur eine Zeit geholt, für mal sonst über die Sieben schläft, weil der Garde schläft, weil die Tieselmaus zu schwätzen. Ich stelle mich dann noch ganz herzlich willkommen hier schon vom Umfang Ökologik, dem Öko-Center und ihre Partner, die das Veranstaltung die Novum Mat uns unterstützen. Das sind Tobias Lasanel, der Naturmuseum und Freund vom Naturmuseum. Die Aktion Schläfer wird dann auch finanziell vom Umweltminister unterstützt. Ich meine, da vielleicht auch die Folie hier aus. Da sehen wir auch all die Leute, die hier sind, die dürft gerne die Kamera auch machen. Ja. Oui, avant de commencer, encore un petit message à notre public francophone. Nous avons une traduction orale en direct assurée par le service TOT de l'ASTI. Donc, pour accéder à cette traduction, il suffit de cliquer en bas sur l'onglet Interprétation et de sélectionner le français. Voilà. An dieser Stelle also ein ganz herzliches Dankeschön an den Service Traduction Oral und Direkt der ASTI, der heute Abend eine zeitgleiche Übersetzung ins Französische ermöglicht. Ich habe dann auch, wie Sie gemerkt haben, direkt ins Deutsche gewechselt, weil unser Referent von heute Abend auch aus Deutschland kommt. Wir sind sehr froh, ihn heute hier zu haben, auch wenn nur digital. Vielen Dank, dass Sie heute da sind, Herr Johannes Lang. Für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Michael Scholz und ich arbeite beim Mouvement Ecologique und Öko-Center Pfaffen. Daher kümmere ich mich um die Biodiversitäts- und Naturschutzprojekte und ich werde dann heute auch gemeinsam mit Jacques Pierre die Veranstaltung moderieren. Jacques ist Biologe und ist auch schon sehr, sehr lange beim Mouvement Ecologique ehrenamtlich tätig. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich, wie auch gut in seinem Hintergrundbild erkennbar, als Fledermausexperte und Verfechter von Fledermausrechten. Er ist aber auch sehr begeisterter Schläfer, also Wildschön, ja, begeistert von den Tieren und hat sich dafür auch sehr für die Aktion Schläfer eingesetzt. Und er wird dann heute auch unser Wissen zu diesen Tieren in Luxemburg mit uns teilen und sich einbringen. Genau, bevor wir aber jetzt loslegen, noch einige kleine technische Informationen. Ich bitte Sie, Ihre Mikrofone ausgeschaltet zu lassen. Erstmal während dem Vortrag. Später können Sie sich dann noch zu Wort melden. Dann erkläre ich nochmal, wie das genau funktioniert. Wir werden dann jetzt bald einen Vortrag von Herrn Lang hören. Danach werde ich noch ganz kurz die Zwischenbilanz unserer Aktion Schläfer vorstellen. Und dann haben wir noch ganz viel Zeit hoffentlich für Ihre Fragen und Anmerkungen, also für einen sehr interessanten, hoffentlich Austausch. Genau, die Veranstaltung heute wird auch aufgenommen. Wir werden sie dann später auch online setzen, wenn Sie noch mal was nachschauen möchten. Und falls Sie eine Teilnahmebestätigung brauchen, dann können Sie mir auch noch eine E-Mail machen. Und dann ist es aber wichtig, dass Sie auch mit Ihrem vollen Namen heute eingeschrieben sind, dass wir Ihre Präsenz prüfen können. Genau, und dann gebe ich eigentlich das Wort direkt weiter an Jacques, damit er uns unseren Referenten ein bisschen genauer vorstellen kann. Guten Abend, vielen Dank, Michel. Keine Angst, also auch wenn die Mäuse im Hintergrund Flügel haben heute Abend, geht es um andere Mäuse, zwischen Gänsefüßen natürlich. Und wie gesagt, recht herzlich begrüße ich unseren Referenten Johannes Lang. Wir kennen uns eigentlich schon in dem Sinne sehr lange aus hessischen Zeiten, aus Studienzeiten. Johannes Lang ist seit über 20 Jahren ein ausgewiesener Wildbiologe, Säugetierkundler. Angefangen, glaube ich, hat das mit Hasen und Kaninchen, soweit ich weiß, in der Wetterau. Du verbesserst mich, wenn das falsch ist. Dann sind natürlich noch marderartige Wildkatzen und letztendlich Haselmäuse hinzugekommen. Hauptsächlich Monitoring, aber jedoch auch Jagd- und Wildtiermanagement. Einige werden überrascht gewesen sein, das Foto mit der Schneeeule. Aber man muss sagen, dass auch eines der Herzen von Johannes in der Arktis, hauptsächlich in Grönland, in der Tundra von Grönland schlägt, wo er regelmäßig an Forschungsexpeditionen teilnimmt, hauptsächlich über Lebenszyklen von Lemmingen, Polarfüchsen, Schneeeulen.
Wie gesagt, hauptsächlich das Ausbleiben der Gradation, inwieweit dieses die Lebenszyklen der arktischen Tundra beeinflusst. Aber natürlich auch Seevögel der Arktis. Johannes Lang ist Co-Autor der Roten Liste der Säugetiere Deutschlands, arbeitet zurzeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Wildbiologie an der Veterinärmedizin und Justus-Liebig-Universität in Gießen und zeitgleich natürlich auch ist er einer der Hauptakteure bei dem Institut für Tierökologie und Naturbildung. Zusammen mit meinem Freund Markus Dietz und Olaf Simon, die drei, wie gesagt, stellen dieses Institut dar. Also deswegen ist, glaube ich, Johannes Lang, weil er zurzeit eben auch das Schläferprojekt begleitet, respektive managt, der richtige Vortragsredner. Und wie gesagt, Johannes, wir freuen uns sehr, dass du trotz deinem chargierten Kalender und Terminkalender heute Abend die Zeit genommen hast. Also die meisten wissen vielleicht nicht, dass es trotzdem auch für einen erfahrenen Referenten trotzdem immer wieder Arbeit ist, sich dann dem gegebenen Publikum anzupassen. Und wie gesagt, Johannes, herzlich willkommen in Luxemburg. Und ja, wie gesagt, also wir freuen uns, dass du heute Abend bei uns bist. Ja, lieber Jacques, ganz herzlichen Dank. Ja, weiß gar nicht jetzt, was ich sagen soll nach dieser umfassenden Einführung. Vielleicht nur so viel. Es ist mein erster Vortrag in Luxemburg. Und das ist natürlich eine ganz große Ehre. Wir haben uns vorhin schon im Vorfeld etwas unterhalten und sind da auf einige doch gemeinsame Bekannte gestoßen. Und wenn ich jetzt hier die Liste der Teilnehmerinnen und Teilnehmer durchschaue, da gibt es zumindest so zwei Namen, da sind wir uns wohl schon mal über den Weg gelaufen. Wenn ich direkt einsteigen soll, müsst ihr mir nur jetzt die Freigabe erteilen oder soll ich direkt nahtlos loslegen? Ja, ich glaube, Johannes, wir das fangen sieht gleich so aus. An, dass wir gleich nachher noch die Zeit haben, Fragen zu beantworten, respektive zu diskutieren. Und das tun wir auch direkt. Ohne großen Ansatz. Das Erwachen der Schlafmäuse steht ja kurz bevor, wenn es nicht schon zum Teil stattgefunden hat. Und das nehmen wir zum Anlass, uns diese Tiergruppe mal etwas genauer anzusehen. Mit wem haben wir es da überhaupt zu tun? Natürlich sind es Säugetiere. Ich glaube, soweit ist das eh klar. Aber wenn man sich genauer anschaut, wozu die Schlafmäuse oder Schläfer oder Bilche gehören, dann wird deutlich, dass es sich um eine sehr kleine und ganz spannende Gruppe handelt. Weltweit gibt es ja über 6.000 Säugetierarten. Ein gutes Drittel davon und damit die größte Gruppe sind die Nagetiere, von denen es weltweit über 2.000 Arten gibt. Und von dieser riesengroßen Gruppe der Nagetiere stellen die Schlafmäuse eine nur altweltlich, also nur außerhalb von den beiden Amerikas vorkommende Gruppe mit nur 30 Arten dar. Also eine sehr kleine Gruppe, die viele Spezialisierungen aufweist innerhalb der Nagetiere, die es dort so in dieser Form nicht gibt. Und die schauen wir uns gleich an. Die Schlafmäuse sind eine sehr alte Gruppe, so wie es zurzeit aussieht, wohl die älteste noch lebende Nagetiergruppe. Und dieses Fossil wurde ganz in der Nähe meiner Heimat gefunden, in der Grube Messel, und stellt einen für heutige Zeit sogar schon ganz modernen Schläfer dar, der sicher so ähnlich aussah wie ein Siebenschläfer, aber vor 50 Millionen Jahren bei uns in Deutschland gelebt hat. Das zeigt, mit was für einer alten Gruppe wir es hier zu tun haben. Heute gibt es bei uns in Zentraleuropa vier Schlafmausarten. Am Südostrand kommt noch eine fünfte vor, über die so gut wie nichts bekannt ist. Und wenn ich ganz, ganz großes Glück habe, werde ich nächste Woche vielleicht in die Nähe eines solchen Tieres kommen. Ich freue mich schon sehr darauf. Aber tatsächlich sind es vier Arten, die bei uns in Zentraleuropa vor allem vorkommen. Das ist jetzt im Uhrzeigersinn von oben links die Haselmaus, die kleinste unter den Vieren. Der dicke Siebenschläfer, unten rechts der langohrige Gartenschläfer und dann nicht in Luxemburg, aber in anderen Teilen Europas noch der Baumschläfer.
Und wo die vier vorkommen, das kann man alleine schon anhand der Karten, Verbreitungskarten, die nicht besonders genau sind, der IUCN, ablesen. Die Haselmaus, der Siebenschläfer und der Gartenschläfer sind echte Europäer. Der Baumschläfer kommt bis weit nach Asien vor. Bis in die Mongolei gibt es Baumschläfer und er erreicht hier bei uns den Westrand seiner Verbreitung. Vermutlich ist der Baumschläfer in Deutschland verschwunden. Er kommt nur noch am Rand und in den Nachbarländern nach Osten, Südosten vor. Darum werden wir den heute mal ein bisschen ausblenden. Er hat von all diesen vier Arten, die hier aufgezeichnet sind, das mit Abstand größte Verbreitungsgebiet. Haselmaus und Siebenschläfer haben ein sehr vergleichbares Verbreitungsgebiet, wobei die Haselmaus etwas länger schon bei uns ist und deswegen auch den Sprung nach Großbritannien und nach Südskandinavien geschafft hat. Das ist dem Gartenschläfer nicht gelungen. Warum das so ist, das erklärt sich aus ihren Lebensräumen und da kommen wir gleich nochmal drauf. Der Gartenschläfer im Vergleich dazu viel stärker südwesteuropäisch verbreitet. Die Flecken, die man hier im Norden, Nordosten sieht, auf die gehe ich gleich nochmal ein. Denn beim Gartenschläfer ist was los. Der stirbt nämlich zurzeit in Europa aus. Wie ist jetzt nun unser Kenntnisstand über diese vier Arten? Und interessanterweise ist es so, dass unter den Experten, die sich mit Schlafmäusen beschäftigen, das Interesse sehr unterschiedlich verteilt ist an diesen Arten. Haselmaus und Siebenschläfer sind nach international nicht gefährdet. Und die Beschäftigung mit diesen beiden Arten hat in den letzten Jahrzehnten deutlich zugenommen. Der Baumschläfer flog schon immer so ein bisschen unterm Radar. Und der Gartenschläfer, der einzige von den Vieren ist, der laut IUCN gefährdet ist, bei dem hat die Beschäftigung in den letzten Jahrzehnten nachgelassen. Wir wissen über eine Art, die gerade in Europa zurückgeht, so gut wie gar nichts. Und dass die Art zurückgeht, das sieht man an dieser Karte, die Sandro Bertolino vor ein paar Jahren veröffentlicht hat. Alles, was hier mehr oder weniger farbig oder grau hinterlegt ist, gehörte einmal, so steht es in der Literatur, zum Verbreitungsgebiet des Gartenschläfers. Die schraffierten Teile sind schon lange weg. Die grauen erst in den letzten Jahrzehnten, also seit 1978 geht man davon aus, bis 2008. Und tatsächlich ist der Gartenschläfer inzwischen im Süden Finnlands ausgestorben, in großen Teilen des Baltikums ausgestorben, in Polen so gut wie ausgestorben, in Weißrussland so gut wie ausgestorben, in Tschechien, eines der seltensten Säugetiere überhaupt. Und auch im Osten Deutschland ist der Gartenschläfer inzwischen weg. Und niemand weiß so genau, woran das liegen könnte. Diese dunklen Flecken, die es hier in Russland noch gibt, sind vermutlich auch inzwischen erloschen. Womit haben wir es überhaupt zu tun? Was zeichnet die Bilche denn besonders aus? Alle haben einen buschig behaarten Schwanz, der leicht abgestreift werden kann und nicht nachwächst. Der hat Sollbruchstellen in der Schwanzhaut und wenn jetzt ein Beutegreifer so eine Schlafmaus am Schwanz packt, dann reißt an einer dieser Sollbruchstellen die Schwanzhaut ab. Der Beutegreifer hat die Schwanzhaut und die Haare und der Gartenschläfer sein Leben mitgenommen. Allerdings muss dann eine solche Schlafmaus sich selbstständig und tut es auch, die überstehende Schwanzwurzel selbst amputieren. Die beißen sich die also ab und der Schwanz wächst nicht nach. Was man dann findet, sind solche langen Haare wie bei dieser Haselmaus. Die hat nur noch die halbe Schwanzlänge etwa. Und daran erkennt man dann, dass dieses Tier schon mal einen Schwanzverlust überlebt hat. Wenn Sie also das große Glück haben, mal eine Schlafmaus in die Hände zu bekommen, fassen Sie sie bitte nie am Schwanz an. Entgegen an viele anderer Nagetiere haben die Schlafmäuse vier Backenzähne mit einem charakteristischen Rippenmuster. An den Füßen haben sie Haftzehen und sehr scharfe Krallen. Die Hinterfüße
können am Knöchel gedreht werden bei den meisten Arten. Und das ist eine Anpassung an das kletternde Leben. Und die Tiere können dadurch kopfüber hängen oder auch mit hoher Geschwindigkeit Bäume abwärts laufen. Ein Teil der Schlafmäuse scheint sogar regelrechte Superkräfte zu haben, wie man an diesem Gartenschläfer sieht, der an einer Fensterscheibe nach oben klettert. Sowas geht nur mit den allerbesten Haftfüßen. Weitere Besonderheiten der Bilche als sehr alte Nagetiergruppe ist, dass sie keinen Blinddarm haben und daher unfähig sind, im Gegensatz zu sehr, sehr vielen anderen Nagetieren, Zellulose zu verdauen. Sie haben also ein Problem, wenn die Nahrung nicht energiereich und leicht verdaulich ist. Und dieses Problem umgehen sie hier bei uns. Dort ist ja diese Zeit, in der es diese Nahrung so gut wie gar nicht gibt, der Winter, mit einem Winterschlaf, um diese nahrungsarme Zeit zu überdauern. Jetzt ist der Begriff Winterschlaf hier bei uns korrekt, aber in anderen Weltgegenden nicht so recht. Beispiele sind der Mittelmeerraum. Auf Sizilien verbringen die Haselmäuse nicht den Winter im Winterschlaf, sondern den Sommer, wenn die Trockenheit ihre Nahrungspflanzen oder die Nahrung selten macht. Der Begriff bei uns also korrekt. Insgesamt ist es aber ein Überdauern von nahrungsarmer Zeit. Und das tun die Tiere in etwas, was der Jacques von den Fledermäusen sehr gut kennt, nämlich dem Torpor, der im Winter halt sehr lange andauert. Sie können aber auch den Tag über, wenn es mal schlechtes Wetter ist, kurzzeitig in diese Energiesparfunktion übertreten. Und ganz typisch ist es, dass sie dann zu einer mehr oder weniger runden Kugel zusammengerollt sind und der Schwanz über den Kopf gelegt wird. Das ist für alle Arten mehr oder weniger charakteristisch. Wenn die Tiere im Herbst sehr fett sind, ist das mit der Kugel ein bisschen schwierig, aber die meisten kriegen es doch hin. Die Orte, an denen die Schlafmäuse den Winterschlaf verbringen, sind sehr verschieden. Die Haselmaus tut das am Boden, so wie wir das hier als Beispiel sehen, in einem Nest, einfach auf dem Boden, irgendwo in der Laubstreu. Man kann gar nicht so genau sagen, wo das ist, aber tatsächlich macht diese Art der Überwinterung die Haselmäuse sehr empfindlich gegenüber Störungen im Winter. Siebenschläfer und Gartenschläfer scheinen da anders zu sein. Die graben sich mehr oder weniger tief in den Boden ein und sind dann vor Umwelteinflüssen weitgehend geschützt. Nach dem Winter, wenn die Tiere wieder aufwachen, dann kann man manchmal was ganz Besonderes bei der Haselmaus beobachten und das verrät uns ein bisschen was über ihre Nahrung. Was man hier so im Hintergrund so quietschegelb sieht, das ist der Kot dieser Haselmaus, die hier in dem Kasten sitzt, und zwar im frühen Frühling, wenn die Bäume blühen. Tatsächlich unterscheiden sich diese drei Arten, die ich jetzt hier insbesondere vorstelle, in ihrer Nahrungswahl doch relativ deutlich. Ich habe jetzt hier mal vier Hauptnahrungskomponenten dargestellt. Oben haben wir die fettreichen Samen, die vor allem für den Siebenschläfer eine sehr große Rolle spielen. Rechts sind es die süßen Früchte und Blüten, die der Siebenschläfer auch gerne frisst, aber so der Hauptnahrungsquelle für die Haselmaus darstellen. Dann haben wir unten tierische Nahrung in Form von Kerbtieren, aber auch andere tierische Nahrungsquellen, die von der Haselmaus gerne genutzt werden, aber vor allem den Gartenschläfer auszeichnen, der auch besonders häufig Pflanzenteile in seiner Nahrung mit drin hat, genau wie der Siebenschläfer. Dann hat man dann so auf einen Blick mal so die Unterschiede, Schwerpunkte in der Ernährung dieser drei Arten vor sich. Und die helfen uns auch weiter, wenn wir uns näher mit den Lebensräumen beschäftigen. Und da starten wir gerade mal mit dem Siebenschläfer. Ist vielleicht die bekannteste Schlafmaus, zumindest bei uns in Deutschland. Er ist etwa Eichhörnchen groß, meistens grau. Es gibt aber selten auch braune Siebenschläfer. Und da denke ich, kommt es immer wieder zu Verwechslungen, weil wenige Menschen bisher braune Siebenschläfer gesehen haben. Und das wird dann möglicherweise für eine andere Art gehalten, ist es aber nicht.
Der Schwanz ist sehr buschig behaart, wie man das auf dem Foto auch schön sehen kann. Und Siebenschläfer werden sehr alt. Gerade für ein kleines Nagetier in seiner Größe ist das Höchstalter, was Siebenschläfer bisher erreicht haben, nämlich 13 Jahre, ganz erstaunlich. Und wir werden das auch noch bei den anderen Schlafmäusen sehen. Und ich lerne daraus, und vielleicht geht es Ihnen genauso, schlafen ist also doch gar nicht so schlecht. Also gerade auch mal ein bisschen länger schlafen, macht offensichtlich alt. Und wenn man sich die Tiere anschaut, hässlich wird man davon auch nicht. Also meine Aufforderung, schlafen Sie doch mal ein bisschen länger. Die Reproduktion der Siebenschläfer ist abhängig von der Baumast. Wir haben es eben auf der Grafik gesehen. Fettreiche Samen, und das sind hier vor allem Eicheln und Bucheckern hier bei uns, spielen für die Ernährung des Siebenschläfers eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und er bekommt nur dann reichlich Nachwuchs, wenn es im Wald eben viele Eicheln und Bucheckern gibt. Die Männchen sind diejenigen, die hier bei uns dann das Fortpflanzungsgeschehen bestimmen. Wenn der Frühling und die Blüte der Bäume ein schlechtes Mastjahr im Herbst erwarten lassen, dann gibt es Männchen bei den Siebenschläfern, die den Winterschlaf gar nicht verlassen, sondern den ganzen Sommer und den folgenden Winter weiter pennen und so auf Dauer Winterschlafzeiten von fast anderthalb Jahren kommen. Und das ist der typische Lebensraum der Siebenschläfer, Laubwälder, die viel Früchte tragen aus Eichen und Buchen und nach Möglichkeit im Reifestadium mit sehr alten Bäumen, in denen die Spechte ihnen schon die beliebten Quartiere gezimmert haben. Denn Siebenschläfer bevorzugen es, in Baumhöhlen sicher zu schlafen und auch dort ihre Jungen zu bekommen. Und dort bewegen sie sich ganz überwiegend im Kronenbereich der Bäume, kommen zwar im Frühling auch mal runter, um dort Keimlinge zum Beispiel zu fressen, aber häufig sieht man von ihnen nichts, weil sich das alles ganz oben abspielt. Als Ersatz für die Baumhöhlen kann man Siebenschläfer auch in Vogelkästen antreffen. Das trifft vor allem auf Wälder zu, in denen, wie in so vielen Wirtschaftswäldern, die Baumhöhlenzahl zu gering ist. Und das ist vielleicht der Hauptkontaktort, an dem Menschen und Siebenschläfer sich begegnen können. Der Gartenschläfer sieht attraktiver aus als der Siebenschläfer, finde ich, weil er sehr bunt gezeichnet ist. Er hat etwa die Größe einer Ratte. Ich darf das zwar nicht mehr sagen ganz offiziell, weil das irgendwie so hässlich klingt, aber warum sind Ratten, sind doch keine hässlichen Tiere. Siebenschläfer sind, Gartenschläfer sind hübscher, gebe ich zu, aber das hat, dann hat man so ungefähr eine Vorstellung von der Größe. Der Schwanz ist nicht ganz so buschig wie beim Siebenschläfer, hat eine pinselartige Quaste am Ende. Die schwarze Augenmaske ist sehr charakteristisch, sie reicht bis weit hinter die Ohren und unterscheidet den Gartenschläfer daher auch auf den ersten Blick von jungen Siebenschläfern, die auch manchmal so eine etwas dunklere Augenbrille tragen. Der Gartenschläfer hält sich von allen Schlafmäusen bei uns am häufigsten am Boden auf. Er jagt dort aktiv auf kleine Kerbtiere oder Schnecken und Regenwürmer und hat damit den höchsten Anteil tierischer Kost von allen Bilchen. Über den Winterschlaf weiß man nicht ganz so viel. Es kann gut sein, dass es Gartenschläfervorkommen in den Tieflagen bei uns gibt, die nur einen sehr kurzen oder vielleicht sogar gar keinen Winterschlaf halten. Und erstaunlicherweise wissen wir auch über das Alter, das Gartenschläfer erreichen können, sehr wenig. Bisherige Spekulationen sagen, dass Gartenschläfer nicht sehr alt werden, nur 3 bis 4 Jahre, aber so genau kann man das heute gar nicht sagen. Spannend beim Gartenschläfer ist, dass er in Europa mit unterschiedlichen Chromosomenzahlen ausgestattet ist. Das sind zwischen 48 im Süden bis zu 54 in den Alpen. Eine ganz merkwürdige Geschichte und für ein Säugetier durchaus nicht ganz üblich. Wie sich das alles verhält und wie der Gartenschläfer auch genetisch
aufgestellt ist. Das untersuchen wir gerade unter anderem in unserem großen Projekt. Die Lebensräume des Gartenschläfers sind extrem vielfältig. Alleine in Deutschland leben Gartenschläfer in so unterschiedlichen Lebensräumen wie den höchsten Höhen, in denen nur noch Fichten wachsen, in den Mittelgebirgen, zum Beispiel im Harz oben rechts. Bis vor kurzem lebten sie noch in den schattigen, kühlfeuchten Tälern im Nationalpark Sächsische Schweiz unten links. Und dann leben sie in Häusern, mitten in der Stadt oder auch in aufgelassenen Weinbergen entlang des Rheins. Also einmal Wärme, auf der anderen Seite Kälte und überall fühlt sich der Gartenschläfer wohl. Wie kann dieses Tier aussterben? Und seine Nähe zum Menschen ist es auch, die ihn zu was ganz Besonderem macht. Er kann in seinen menschennahen Lebensräumen auffällig werden, bedient sich am Vogelfutter und viele Leute kennen ihn daher in den wenigen Ecken, in denen er eben noch häufiger ist. Wenn man die Lebensräume von Gartenschläfer und Siebenschläfer in seinen natürlichen Habitaten der Mittelgebirge vergleicht, und das hat in den 90er Jahren ein Kollege mal getan, am Beispiel des Nationalparks Bayerischer Wald, dort lebt oder lebte der Siebenschläfer vor allem im Bergmischwald, dort, wo die Laubbäume noch vorkommen und der Gartenschläfer vor allem im Bergfichtenwald ohne Laubbäume, zusätzlich dann noch in so ein paar Tallagen. Leider, muss man heute sagen, ist der Gartenschläfer dort aus dieser Region verschwunden und niemand weiß so genau, warum. Der Siebenschläfer ist in die Höhenlagen vorgerückt. Das hat viel mit den Veränderungen im Wald zu tun, der aufgrund des Klimawandels auch bei uns inzwischen angekommen ist. Die Haselmaus, die ordnet sich dazwischen, vor allem im Bergmischwald ein. Und da sind wir schon beim kleinsten Vertreter dieser Gruppe. Die Haselmaus ist etwa daumengroß. Tatsächlich ist das mein Daumen, den man da sieht, an dem sich dieses Männchen, ein ausgewachsenes Männchen, festklammert. Hat also eine Körperlänge von 7 bis 8 Zentimeter. Der Schwanz ist dann ungefähr nochmal so lang und der ist eben dicht behaart. Eine Haselmaus könnten wir in Deutschland gewichtsmäßig mit einem ganz normalen Brief verschicken. Sie wiegt das Jahr über 15 bis 20 Gramm. 20 wäre schon ziemlich viel. Und kann im Herbst innerhalb ganz kurzer Zeit sehr viel zunehmen, verdoppelt ihr Gewicht fast, um dann den Winterschlaf zu überstehen. Und hat dann im Frühling wieder schlanke 15 bis 17 Gramm. Also was ich vorhin über das Schlafen gesagt habe, müssen wir noch ergänzen. Wenn man lange genug schläft, wird man auch dünn davon. Haselmäuse bekommen bei uns 1 bis 2 Würfe im Jahr. Die sind meistens zwischen Juni und September. Das kann aber auch ganz weit nach hinten rausgehen oder auch mal ein bisschen früher sein. Das sind 2 bis 7 Jungtiere. Und jetzt haben wir wieder eine Altersangabe, weil die bei Haselmäusen ganz gut bekannt sind, bis 5 Jahre, rekordmäßig auch 6, sind für so ein kleines Tier ganz erstaunlich lang. Von der Größe vergleichbar wäre sie ja mit der Rötelmaus. Die wird, wenn sie ganz großes Glück hat, mal ein paar Monate alt, aber eben nicht so uralt wie eine Haselmaus. Und die Haselmaus, die uns hier am Bildrand immer wieder begegnet, der sieht man ihr Alter sogar an. Die hat weiße Augenringe und das haben nur die ältesten Exemplare. Die ist wahrscheinlich schon so 4, 5 Jahre hat die auf dem Buckel. Auch Haselmäuse halten Winterschlaf ziemlich durchgehend bei uns von Oktober bis April. Und die Lebensräume von Haselmäusen kennen wir eigentlich ganz gut. Bei uns in Deutschland sind das strukturreiche Wälder mit breiten Innensäumen, einer hohen Artenvielfalt, wie das unten links der Fall ist. Aber auch Hecken, vor allem mit Waldanschluss. In Norddeutschland leben Haselmäuse bei uns komplett nur in Hecken. Und es gibt auch ungewöhnlichere Lebensräume, die so eigentlich nicht im Buch stehen. Oben links sehen Sie einen angepflanzten Hainbuchenwald ohne Unterwuchs, so wie man sich das eben gerade nicht vorstellt. Und das ist in der Gegend dort die höchste Haselmausdichte gewesen, die ich dort gefunden habe. Oder unten rechts, relativ neu, noch nicht so sehr lange bekannt, Vorkommen von Haselmäusen in den künstlich angepflanzten Grünzügen entlang von Verkehrswegen, wie hier an einer Autobahn. Und diese Autobahnen weisen uns auf eine Besonderheit hin, die in Lebensräumen von Haselmäusen eigentlich immer vorkommen müssen, nämlich eine hohe Vielfalt an Pflanzenarten, die dann auch Früchte tragen. Hecken
in denen Haselmäuse leben, haben mindestens 12 Pflanzenarten und diese Innensäume von Autobahnen sind häufig bepflanzt mit allen möglichen Sachen, die die Haselmäuse dann nachher gut finden. Sie kommen dort aber in Konflikt mit Pflegemaßnahmen, die ja an Straßen regelmäßig durchgeführt werden. Wenn hier also außerhalb der Winterschlafzeit Pflegemaßnahmen durchgeführt werden, dann fällt das häufig in den Reproduktionszeitraum der Haselmaus, die dann damit ein großes Problem hat. Wir sehen diesem Weibchen ja auch an, dass es gerade Junge säugt. Und jetzt könnte man ja meinen, wenn hier der große Bagger kommt und gemäht wird, dann kann doch so ein kleines Tier schnell flüchten, aber das tun sie nicht. Dieses Bild ist zwar ein Standbild, aber tatsächlich hat sich auch in Wirklichkeit an dieser Stelle nichts bewegt. Ich bin hier mit einer Kollegin durch den Wald gelaufen, um Haselmäuse zu kartieren. Und dabei saßen plötzlich dieses Weibchen mit ihrem Jungtier vor uns im Gebüsch. Und die rühren sich dann nicht mehr. Wenn die aufgeschreckt werden, dann bleiben die starr sitzen. Und das hilft natürlich nicht, wenn der Mähbagger kommt. Woher wissen wir denn jetzt, ob es irgendwo Haselmäuse gibt? Und ich konzentriere mich jetzt hier mal in den Nachweismethoden zunächst auf die Haselmaus, weil ich damit auch die meiste Erfahrung habe und weil das besonders viel Spaß macht. Und eine ganz besondere Methode ist die Suche nach Fraßspuren an Haselnüssen. Und alle Haselnüsse, die hier auf dem Bild zu sehen sind, wurden von Haselmäusen angenagt. Das heißt, überall dort, wo es Haselnusssträucher gibt, kann man Haselmäuse anhand ihrer Fraßspuren kartieren. Das geht relativ einfach, wenn man einmal weiß, wie es aussieht. Eichhörnchen lieben auch Haselnüsse, die knacken die aber, weil sie so kräftige Kiefer und Zähne haben. Viele andere Mäuse lieben Haselnüsse, müssen aber da ganz vorsichtig ein Loch reinnagen und man hat dann deutlich sichtbare Nagelspuren, die senkrecht zum Rand laufen. Der Siebenschläfer hat so kräftige Zähne, dass er das ganz gut hinkriegt, wobei es nicht ganz einfach ist, den Siebenschläfer da zu erkennen. Und die wunderhübsche Haselmaus macht die wunderhübschen runden Löcher, in denen die Nagelspuren parallel zum Rand laufen. Also das ist eine ganz tolle Methode, mit der man das machen kann. Und wer davon noch nicht genug hat, der schafft das sogar an Schwarzdorn oder Kirschkern. Die sind dann super winzig, aber so ein winziges Tier ist in der Lage, auch in den Kirschkern so ein Loch reinzunagen, um dann das Innere dieses Kerns rauszufressen. Wie geht man dabei vor? Und das ist tatsächlich in England als Methode sehr genau beschrieben worden. Man muss unter 5 Haselnusssträuchern in einem ungefähren eine Fläche von 10 mal 10 Metern absuchen, dabei pro Haselnussstrauch 20 Minuten verbringen und pro Waldgebiet 1 Stunde und 40 Minuten. Und dann hat man mit 90%iger Sicherheit festgestellt, dass es da keine Haselmaus gibt, wenn man in dieser Zeit eben keine Nuss findet. Meistens findet man die Nüsse aber auch viel schneller. Falls es dort Eichhörnchen gibt, die auch dann auf die Nüsse scharf sind, muss man mindestens 100 nicht geöffnete, also nicht von Eichhörnchen geöffnete Nüsse finden. Sonst funktioniert diese Methode nicht. In manchen Jahren gibt es wenig Haselnüsse oder wenn man Sträucher hat, die wenig Nüsse produzieren, funktioniert die Methode nicht so gut. Die Lebensräume, die ich so in Luxemburg kenne, die sind aus meiner Sicht aber sehr vielversprechend für diese Methode. Und ich glaube, da geht auch in Luxemburg noch was. Eine weitere Nachweismethode, die etwas schwieriger ist, weil man sich da mit viel Erfahrung erst das aneignen muss, ist die Suche nach Nestern. Alle 3 Schlafmausarten bauen Nester. Der Siebenschläfer nur in Baumhöhlen. Der Gartenschläfer überwiegend in Baumhöhlen, aber auch frei im Gebüsch. Und die Haselmaus ungefähr zur Hälfte in Höhlen und zur Hälfte im Gebüsch. Und diese Nester, die sie im Gebüsch anlegt, die kann man suchen und finden. Das funktioniert vor allem im Spätsommer, besser im Herbst und im Winter. Und man muss da genau hingucken. Und dann kann man die Haselmaus ganz gut kartieren. Haselmausnester sind festgewebte Kugeln aus Laub, Gras und Rinde.
die, so wie man das hier auf dem Bild sieht, auch wirklich schön fest zusammenhalten. Und so sieht das dann im Lebensraum einer Haselmaus aus im Winter. Das ist jetzt ein Bild aus dem März, April, ein Waldrand, in dem ich im Vorbeifahren mit dem Auto das Haselmausnest gesehen habe. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ob Sie es schon gefunden haben. Tatsächlich ist es hier unten außerhalb der Bildmitte. Und wenn man da genau hinschaut, dann hat die Haselmaus hier ihr Nest in diesen Schwarzdorn reingebaut, der so viel Stabilität bietet, dass es auch nach dem Winter noch da ist. Auch an Autobahnen, an Straßen kann man diese Nester finden, zum Teil bis weit in den Winter hinein. Vor allem dann, wenn die Stürme noch nicht durchgegangen sind und die Nester besonders fest gebaut wurden. Reine Grasnester sind häufig ein bisschen schwierig. Die werden gerne im Wald in so kleinen Fichten angelegt. Und da muss man schon genau hingucken, denn diese Nester kann man dann leicht verwechseln mit den Nestern der Zwergmaus, die es ja sowohl im Wald als auch draußen im Offenland gibt. Und da gehört schon einige Erfahrung dazu. Und Vorsicht auch, es gibt auch Vögel, die ganz ähnliche Nester bauen. Der Zilpzalp baut seine Nester sehr gerne an dieselben Stellen wie die Haselmaus. Und nur wenn man dann die Federn sieht, weiß man eben, es war ein Vogel und nicht die Haselmaus. Die baut nämlich gar keine Federn in ihr Nest ein. Herr Lang, ich hätte eine Frage zu den Sommernestern. Warum haben Sie mehrere Sommernester? Nutzen Sie die gleichzeitig? Oder? Ja, also die bauen diese Nester innerhalb von kurzer Zeit. 3-4 Tage braucht ein Weibchen, um so ein Nest zu bauen. Und die werden immer dort gebaut, wo der Weg zur Nahrung möglichst kurz ist. Das heißt, wenn die Orte, an denen die Nahrung zur Verfügung steht, wechseln, dann wechseln die Haselmäuse auch die Nester. Möglicherweise hat das auch ein bisschen was damit zu tun, dass wenn man ein so ein Nest sehr lange nutzt, dass dann irgendwann Parasiten übernehmen und wenn so ein Nest komplett verfloht ist, dann zieht man eben aus. Die Nester sind in der Regel auch nicht sehr lange haltbar, also so ein halbes Jahr, das geht vielleicht, aber länger geht gar nicht. Das bedeutet auch, wenn man ein Nest so wie hier im ganz späten Winter oder im frühen Frühling findet, dann kann man das auch ruhig wegnehmen, denn da zieht auch keine Haselmaus mehr ein. Das ist in der Regel dann kaputt. Okay, danke schön. Da dieses Nesterfinden nicht ganz einfach ist, hat sich jemand mal einen Trick ausgedacht, das waren die Engländer, und die hängen diese Kunststoffröhren, sogenannte Nesttubes, auf, um Haselmäuse dazu zu überreden, genau dort ihre Nester anzulegen. Also im Prinzip ist das eine Methode, die einem hilft, diese Nester zu entdecken. Vor allem eben im Gebüsch, und das funktioniert auch ganz gut. Hier sehen wir wieder ein Nest ganz im frühen Frühjahr. In dem Jahr hat die Fichte wohl ganz gut geblüht und dann kriegen wir diesen gelben Kot, ganz typisch. Eigentlich ist aber eine sehr wichtige Requisite für Haselmäuse sind sichere Quartiere in Höhlen. In dem Fall ist es eine Höhle in einer Buche, die entstanden ist, nachdem diese Buche durch Rothirsche geschält wurde. Das, was Förster nicht so gerne sehen, ist hier für die Biodiversität überhaupt kein Schaden, sondern eher sogar ein Vorteil. Und wenn man genau hinschaut, hier im oberen Teil guckt so Laub raus und da sitzt tatsächlich die Haselmaus in ihrem Nest. Und diese Höhlen, diese Naturhöhlen, da findet man nur ganz, ganz selten mal Tiere drin, weil die ja so weit oben im Baum sind und so schlecht zugänglich. Dafür gibt es aber als Ersatz und als Monitoringmethode spezielle Bilchkästen und die nehmen alle drei Arten gerne an. Hier in dem Fall sind es 7 Schläfer, die sich hier in diesem Kasten zusammengerollt haben. Übrigens, der Kasten Nummer 7 enthielt 7 Siebenschläfer. Tatsächlich ist das genauso passiert. Die Nester des Gartenschläfers bestehen genau wie die Freinester ganz überwiegend aus Moos. Hier hat also der Gartenschläfer ein Nest über ein anderes drüber gebaut. Das Moosnest gehört dem Gartenschläfer, das darunter war jemand anderes. Und man muss manchmal schon genau hingucken, um rauszufinden, was jetzt hier wirklich passiert ist. Das Moos unten stammt von einer Meise, gut erkennbar an den vielen Rehhaaren, die sie eingebaut hat. Das Laub darüber von einer Haselmaus. Also wir haben in diesen Kästen durchaus auch Mehrfachnutzung. Da muss man sich ein bisschen mit auskennen, um dann genau zu wissen, wer es war. Am leichtesten ist es natürlich, wenn der Bewohner noch da ist, in diesem Fall
die schlafende Haselmaus in ihrem wunderschönen aus Buchenlaub gebauten Nest im Kasten. Allerdings Vorsicht. Bei uns in Deutschland ist es mehrfach passiert, dass wir in solchen Kästen, die speziell für Schlafmäuse aufgehängt wurden, tote Tiere gefunden haben. Und das hatte eine Zeit lang durchaus größere Ausmaße erreicht. Es war immer derselbe Kastentyp vom gleichen Hersteller betroffen. Und die Situation war folgende, dass hier der Hersteller aus Arbeitsschutzgründen für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf gehobeltes Holz zurückgegriffen hat, obwohl die Bauanleitung explizit sägeraues Holz aufführte. Und wir haben das dann getestet. Die Haselmäuse kamen da zwar rein, aber aufgrund der glatten Wände nicht mehr raus. Und das darf natürlich nicht passieren. Der Hersteller hat seine Kästen überarbeitet und ich hoffe, dass nicht mehr viele davon irgendwo draußen unterwegs sind und aufgehängt werden. Neuere Methoden werden inzwischen auch eingesetzt, um Schlafmäuse nachzuweisen. Ich weise hier nur auf zwei hin, die sich inzwischen schon so fast etabliert haben. Das eine wären Spurentunnel und das andere Fotofallen. Spurentunnel sind im Prinzip vergrößerte Nesttubes, bei denen ein Brett eingelegt wird und hier macht man sich die natürliche Neugier der Tiere zunutze. Auf diesem Brett ist dann ein Papier und eine ungiftige Naturtinte aufgebracht und dann hinterlassen die Schlafmäuse ihre Fußabdrücke. Und daran kann man tatsächlich alle drei Arten sehr gut unterscheiden. Der Siebenschläfer mit seinen breiten Pfoten, und manche behaupten sogar, im Herbst würde der da Fettflecken hinterlassen, weil er sich so fett gefressen hat. Ich habe es noch nicht selber gesehen. Der Gartenschläfer und dann die kleine Haselmaus mit ihren fast dreieckig wirkenden Sohlenballen. Auch andere Arten kann man so rausfinden, aber für die Schlafmäuse funktioniert das ganz gut. Und gerade beim Gartenschläfer haben wir gute Erfahrungen inzwischen mit Fotofallen gemacht. Und dieses Bild sagt für mich ganz viel aus. Es war einer der seltenen Nachweise eines Gartenschläfers in den Bayerischen Alpen im Allgäu. Und gleichzeitig, wir können hier gleichzeitig auf der einen Seite sehen, die Methode funktioniert. Dann sehen wir, es ist tatsächlich ein Gartenschläfer mit seinem charakteristischen Pinselschwanz. Und das Dritte, was für mich dieses Bild sagt, er ist fast weg. Und er ist tatsächlich in vielen Regionen Deutschlands fast weg. Und das führt mich ganz am Ende meines Vortrags noch zu zwei, drei Sätzen, die ich gerne über die Gründe für den Rückgang und für die Bedrohung der Arten mit Ihnen teilen möchte. Wir haben in Deutschland in den letzten Jahren aufgrund der Trockenheit und nachfolgender Borkenkäferkalamitäten eine neue Form von Waldsterben, wie manche sagen, tatsächlich räumt hier die Natur das auf, was wir als Menschen in den vergangenen Jahrzehnten falsch gemacht haben. Und es sterben großflächig Fichtenwälder nicht nur in Hochlagen ab. Und dies hat natürlich für viele im Wald lebende Arten katastrophale Folgen. Vor allem aber auch, wie der Mensch dann mit diesen Flächen umgeht. Sie sehen hier ein Bild aus dem Harz, ganz am Rand des dortigen Nationalparks. Und hier werden ehemalige Wälder in Äcker verwandelt. Die werden tatsächlich sogar mit Maschinen nachher gefräst, um danach neuen Wald anzupflanzen. Hier bleibt auch für Schlafmäuse kein Auge trocken. Und das Ganze wird dann auch zum Teil noch kombiniert mit dem, was wir in der Agrarlandschaft schon lange wissen und mokieren. Aber auch im Wald werden Pestizide eingesetzt. Zurzeit vermehrt, wie unser Umweltbundesamt tatsächlich vor einer Weile erst, worüber es informiert hat. Und hier haben wir eine Kombination, die für gerade auch für Schlafmäuse, nicht nur für Schlafmäuse, sondern für viele andere Arten, aber eben auch für Schlafmäuse ganz dramatisch ist. Gerade das Thema Pestizide sollte man sich, wenn man sich mit Schlafmäusen beschäftigt, ein bisschen genauer anschauen. Dazu gehören ja Rodentizide, also Nagergifte. Die sind dafür gemacht, Nager zu töten, auch wenn dieses Bild, was ich hier mitgebracht habe, schon vielleicht ein bisschen älter ist.
Und wenn die im Wald oder auch in den Lebensräumen in der Stadt ausgebracht werden, dann müssen wir davon ausgehen, dass da auch Schlafmäuse dran sterben. Und sie können auch indirekt schädigen, weil wir inzwischen bei uns in Deutschland zumindest in der Landwirtschaft und im Siedlungsbereich zur Rattenbekämpfung Rodentizide einsetzen dürfen, die sich auch, wenn sie nicht direkt töten, in den Organismen akkumulieren und unklare Spätfolgen haben können. Und wir müssen davon ausgehen, und das teilen jetzt die Schlafmäuse mit den von Jacques so geliebten Fledermäusen als Winterschläfer. Winterschläfer haben grundsätzlich mit solchen Umweltgiften offensichtlich größere Probleme. Wenn die Fettreserven metabolisiert werden, dann können gerade diese fettlöslichen Substanzen vermutlich im Winterschlaf eine große Rolle spielen. Auch die niedrigen Temperaturen tun da ihr Eigenes dazu. Und Insektizide, da haben wir auch wieder eine Parallele zu den Fledermäusen, wirken indirekt über den Mangel an Nahrung. Das betrifft hier vor allem den Gartenschläfer, können sich in der Nahrungskette anreichern und haben dann weitere Folgen, die zum Teil noch gar nicht so absehbar sind. Und was wirklich dramatisch ist, ein Teil der Mittel, die wir in den Tieren dann nachweisen können, sind seit Jahrzehnten verboten und immer noch in der Umwelt da. Und hier ist es, glaube ich, so, dass wir da auch für die Zukunft denken müssen und hier Handlungsbedarf besteht. Die Haselmaus ist als einzige der drei Arten, die ich hier vorgestellt habe, in Europa, europaweit geschützt. Der Baumschläfer außerdem, aber der kommt ja bei uns nicht vor. Und steht im Anhang 4 der FFH-Richtlinie. Das heißt, bei Eingriffsplanung muss sie berücksichtigt werden. Und hier habe ich in meiner Praxis auch schon viele Merkwürdigkeiten erlebt. Und eine einzige Folie möchte ich da weitergeben. Der Grundsatz muss sein, die Vermeidung muss vor der Kompensation kommen. Also eine leichte Kompensation bei Haselmäusen sollte nie die Regel sein, denn wir haben es hier mit einer Waldart zu tun und für Waldarten sind die Vorlaufzeiten in der Regel lang. Gerade für CEF-Maßnahmen muss man mit mehr als mindestens 2 Vegetationsperioden rechnen. In der Regel ist es sogar sehr viel mehr. Wenn Sie sich überlegen, wie lange es dauert, bis selbst eine vernünftige Hecke steht, da ist man mit 2 Jahren ja überhaupt noch nicht am Anfang. Also wir müssen mit sehr langen Vorlaufzeiten bei den CEF-Maßnahmen rechnen und auch bei der Vermeidung hat man lange Vorlaufzeiten. Herr Lang, können Sie nur kurz sagen, was CEF-Maßnahmen sind? Ich weiß nicht, ob Sie okay, also gut, das ist jetzt hier für die Spezialisten. Wenn ein Eingriff in die Landschaft erfolgt, bei der eine FFH-Art wie die Haselmaus betroffen ist, dann muss dieser Eingriff begleitet werden durch eine Neuanlage von Lebensraum und zum Zeitpunkt des Eingriffs muss dieser Lebensraum den dort lebenden Arten schon zur Verfügung stehen. Das sind sogenannte CEF-Maßnahmen, die eben zum Zeitpunkt des Eingriffs schon wirksam sein müssen. Das heißt, wenn ich irgendwo Haselmaus-Lebensraum zerstöre, dann muss der woanders schon wieder da sein und das dauert lange. Meistens habe ich das erlebt, zu lange für die Planungszeiträume, die wir hier haben. Deswegen immer besser vermeiden. Die Maßnahmen, die wir aus langer Erfahrung vorschlagen, für die Haselmaus gezielt, sind 6 Stück oder 6 Komplexe. Das eine ist die Vernetzung oder Wiedervernetzung der Landschaft, vor allem über artenreiche Hecken. Die Neuanlage von Lebensräumen, vor allem von artenreichen Wäldern und Waldsäumen. Die Waldrandgestaltung, die Nieder- und Mittelwaldbewirtschaftung, von der ich, so viel ich weiß, in Luxemburg auch immer mal wieder was gesehen habe, was bei uns in Deutschland traditionell nicht mehr sehr häufig gemacht wird. Der Umbau von Wald aus nadelholzdominierten Forsten hin zu mehr Artenvielfalt und die Erhöhung des Quartierangebots in allererster Linie über das Altwerden von Wäldern mit den Baumhöhlen. Kurzfristig kann da auch ein spezieller Kasten was helfen, aber das ist eigentlich immer nur eine Notlösung. Ich hoffe,
Ich konnte so ein paar Sachen vorstellen, die Faszination für die Schlafmäuse so ein bisschen wecken. Bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und entschuldige mich für all das, was ich weggelassen habe. Wir haben da vorhin auch schon drüber gesprochen. Eigentlich müsste so ein Vortrag 3 Tage lang gehen, wenn man die 3 Arten so ein ganz kleines bisschen besser beleuchten wollte. Aber vielleicht habe ich Ihnen ein bisschen Lust gemacht. Es gibt schöne Bücher, vor allem über die Haselmaus, und da können Sie sich weiter informieren. Ja, Johannes, vielen Dank. Also ich muss sagen, sehr lehrreicher Vortrag. Ich habe auch noch hinzugelernt, muss ich sagen. Also wir wären offen, glaube ich, auch für Fragen im Chat, idealerweise. Also natürlich sind die Zuhörer an erster Stelle. Ich habe aber auch 1, 2. Wenn man jetzt den Rückgang der Gartenschläfer sich anschaut, besteht natürlich die Frage, was kann man tun? Also auch jetzt zum Beispiel als Gartenbesitzer oder also gibt es Empfehlungen, die du jetzt zum Beispiel spontan geben könntest? Dazu müsste man wissen, warum er zurückgeht, um da entsprechende Maßnahmen zu nennen. Mhm. Und da haben wir noch ein großes Problem. Mhm. Falls man das große, große Glück hat, in der Nähe Gartenschläfer leben zu haben. Also tatsächlich gibt es Gärten, in denen Gartenschläfer leben, auch wenn der Name nicht so richtig gut zu dem Tier passt. Mhm. In den Niederlanden heißt der Gartenschläfer Eichelmaus. Das ist vielleicht gar nicht so ganz schlecht. Und er lebt eben, es ist eine Waldart, da muss man erstmal mit klarkommen. Also es ist eine Waldart, die vielleicht so notmäßig auch an den Menschen ranrückt, in der Stadt, im Garten lebt. Und wie gesagt, wenn man dieses große Glück hat, dann sollte man zunächst mal dafür Sorge tragen, dass das, wie es gerade ist, weil es ihm ja offensichtlich da gefällt, mal so bleibt, dass man da keine wirklich ganz dramatischen Änderungen vornimmt und dass dann typische Todesfallen entschärft werden. Also wir finden tatsächlich immer mal wieder Gartenschläfer ertrunken in Regentonnen, die nicht abgedeckt wurden. Hm. Es finden sich tote Gartenschläfer in Obstnetzen, die unsachgemäß irgendwo in der Ecke liegen oder schlecht verräumt sind im Schuppen. Hm. Also das sind so ganz, oder wir finden sehr, sehr viele tote Gartenschläfer, die von Katzen erbeutet werden. Also das sind halt so Dinger, da kann man sicher was tun. Davon sterben die nicht aus, das ist schon klar. Aber bis dahin müssen wir uns da so ein bisschen behelfen, bis wir da besser Bescheid wissen. Sollen wir vielleicht zwischendurch, Michel, also einige Fragen kommen langsam herein, auch einige Bilder zur Bestimmung, ob es sich um Gartenschläfernester handelt oder nicht. Wollen wir vielleicht kurz einmal den Zwischenstand für Luxemburg nehmen. Wir haben ja bei Mouvement Ecologique diese Aktion Schläfer letztes Jahr gestartet gehabt. Michel, ich glaube, es ist vielleicht der Punkt. Und dass wir dann anschließend die Fragen, die jetzt langsam hereinkommen, dann eine nach der anderen beantworten. Ist das einverstanden mit deinem Ablauf? Ja, das können wir gerne so machen. Gut, stellst du uns das kurz vor, wenn du willst. Ja, ich teile dann nochmal die Präsentation. Also kurz zur Erklärung, es ist eine Aktion, die wir zusammen mit iNaturalist Luxemburg gestartet haben, wo wir gezielt aufrufen, diese 3 Schläferarten, die wir eben erläutert bekommen haben, zu melden. Natürlich ist es nicht immer gegeben oder leicht, ein Foto zu machen, aber trotzdem haben wir zumindest auch für den Gartenschläfer sehr schöne Nachweise. Und wie gesagt, Michel wird uns jetzt die Ergebnisse vom letzten Jahr, die Kartierungsergebnisse zeigen. Genau, und zwar haben wir letztes Jahr, also das ist, sind jetzt die Zahlen von April oder Januar sogar bis Januar, Februar dieses Jahr, haben wir 58 Schläfer, also Wilche, gemeldet bekommen. Entweder über iNaturalist oder über E-Mail oder Telefon haben wir dann alles bei iNaturalist eingegeben. Davon 20 mit Fotonachweis. Und das klingt jetzt nicht so, so groß, aber wie wir ja schon gelernt haben, so wenn wir schon relativ viel Glück haben, um so einem Tier über den Weg zu laufen. Das heißt, da haben wir uns schon über
58 gefreut. Und es sind auch noch ein paar dazugekommen, jetzt die letzten Tage. Genau, wo wurden diese Tiere gesehen oder begegnet? Wie wir schon im Vortrag von Herrn Lang gesehen haben, vor allem oder viel in Nistkästen. Hier oben zum Beispiel ist eine kleine Haselmaus, also oben links, die jetzt vor im März, glaube ich, dieses Jahr, also die ist noch nicht in den Zahlen drin, aber das Foto habe ich trotzdem reingenommen, in Lorenzpfeiler in einem kleinen Bongert, also in der Obstwiese, wurde die in einem Nistkasten gefunden. Und hier unten haben wir dann auch ein Bild von einem braunen Siebenschläfer, ne, die man ja nicht so häufig sieht. Dann wurden aber auch zum Beispiel in Gartenhäuschen oder im Keller oder also im Haus Schläfer gefunden. Das waren vor allem Siebenschläfer und teilweise auch Gartenschläfer. Unten rechts sehen Sie einen Gartenschläfer, der zum Beispiel in einem Rollladenkästen überwintert hat. Und der sollte dann ausgetauscht werden. Und dann ist er leider aus dem Winterschlaf gestört worden, aber hat dann einen anderen Platz gefunden. Und dann, wie wir es jetzt gerade gehört haben, wurden leider auch ganz viele gemeldet, die von einer Katze erwischt wurden, die diese Begegnung mit der Katze leider nicht überlebt haben. Das waren vor allem Haselmäuse, aber auch zwei Gartenschläfer, wie wir hier sehen. Andere wurden dann im Garten gefunden, entweder bei einer Futterstelle oder auch bei Spaziergängen am Wegrand. Genau, und von den 58 waren 24 Gartenschläfer, also die meisten von den Wildchen, die in Luxemburg hier oder während der Aktion gemeldet wurden, waren dann Gartenschläfer, davon 9 mit Fotonachweis. Hier sehen Sie auch eine kleine Karte, die einer Teil ist, zur Verfügung stellt, wenn man die Daten da eingibt. Genau, die roten Punkte sind die Beobachtungen mit Fotonachweis. Hier sieht man das, also beim Gartenschläfer ist es so, dass ein Naturalist den als drohte Art behandelt und deshalb werden die Nachweise nicht zielgenau an dem Beobachtungsort angewiesen, sondern immer 20 Kilometer davon entfernt. Das heißt, die Karte ist jetzt nicht 100%ig genau, aber es zeigt doch, dass der Gartenschläfer eher im Osten vom Land oder in der Erdbrückregion vorkommt, was auch mit dem Lebensraum natürlich übereinstimmt. Hier gibt es noch viele Trockenmauern und Obstwiesen, was ja dem Lebensraum vom Gartenschläfer entspricht. Und dann der Siebenschläfer, der ist eher um die Stadt, also Hauptstadtregion am meisten beobachtet worden, auch vor allem in, wie vorhin schon gesagt, in Wohnhäusern, die aber immer auch von großen Bäumen umgeben waren. Genau, und davon wurden 17 gemeldet und 5 mit Fotonachweis. Die Haselmaus, davon haben wir auch 17 gemeldet bekommen. Die Meldungen kamen eigentlich aus dem ganzen Land, also außer jetzt, ja, doch, könnte man schon so sagen, und 6 davon mit Fotonachweis. Und hier nochmal der Vergleich in Europa, wo man nochmal gut sieht, dass in Luxemburg vergleichsweise doch relativ viele Schläfer vorkommen. Und deshalb haben wir dann auch die Verantwortung, sicherzustellen, dass diese Arten auch erhalten bleiben und weiterhin einen Lebensraum hier in Luxemburg finden. Genau, und auf der Internetseite, also naturlo.mirko.lu, unter Projekte und Aktion Schläfer, finden Sie dann noch ganz viele Informationen dazu, auch zum Beispiel, wie man einen Spurentunnel, wie Herr Lang ihn vorhin vorgestellt hat, auch selber bauen kann, um nachts, zu schauen, ob man vielleicht im eigenen Garten oder in der Umgebung einen Weg bei sich gefunden hat. Oder halt auch, wir hatten im Herbst auch zu einer Nussjagd aufgerufen. Da finden Sie dann auch nochmal die Erklärung, wie so eine angeknabberte Nuss aussieht, damit Sie die besser erkennen. Und einen Bauplan für eine Schläferkiste, die ja auch
Anders wie bei der Vogelkiste mit dem Loch zum Baumstamm aufgehängt wird. Genau. Die Aktion werden wir natürlich auch dieses Jahr weiterführen. Also wenn Sie weiter Schläfer beobachten, dann können Sie die gerne an uns weiterschicken, per E-Mail oder direkt bei einer Cellist eingeben. Wichtig, dass Sie den Ort angeben und die Art und am besten natürlich ein Foto, wenn es möglich ist, und den Zeitpunkt der Beobachtung. Mhm. Genau. Ja, Jacques, habe ich noch was vergessen? Nein, das ist schon sehr schön. Also wie gesagt, Aufruf auch an alle Zuhörer, fleißig mitzumachen. Ist natürlich klar, dass ein Fotonachweis nicht immer gelingt. Aber wie gesagt, Spurennachweise und Nussnachweise sind auch gerne willkommen. Michael nimmt die alle entgegen und wie gesagt, wir überprüfen die dann auch immer auch auf ihre Echtheit respektive auf die Beratung. Wollen wir vielleicht einmal ein bisschen weitergehen zu den Fragen, die mittlerweile im Chat aufgelaufen sind, Michael? Ja, dann mache ich wieder. Also einerseits war die Frage nach der fünften Art. Also die vierte, die konnte ich selbst beantworten. Baumschläfer, Johannes, zu der fünften Art, kannst du da vielleicht noch kurz etwas sagen, ja, der etwas enigmatischer ist? Die fünfte Art ist der Mausschläfer, heißt so, weil er den am wenigsten stark behaarten Schwanz hat. Myomimus roachi, eine Art, über die so gut wie gar nichts bekannt ist. Und es gibt eine Handvoll oder ja, vielleicht ein paar weniger, mehr Leute, die den schon jemals gesehen haben. Es gibt Forscher, die sich mit Mausschläfern schon seit Jahren beschäftigt haben und vielleicht einmal einen gesehen haben. Das ist eine super seltene, sehr, sehr eng begrenzt vorkommende Art, die im Grenzraum Bulgarien, Türkei, Griechenland in dieser Ecke nur sehr, sehr lokal vorkommt. Über die Ökologie und Lebensweise ist so gut wie gar nichts bekannt. Also da ist noch Forschungsbedarf auf jeden Fall. Definitiv, ja. Sehr gut. Dann habe ich ein Foto hereingeschickt bekommen von Roger Damme. Ich versuche das mal, ob das teilbar ist. Ich habe mir das tatsächlich schon angeschaut. So, ist das? Und Fotos sind nicht ganz einfach. Okay. Also auf Fotos, also ich weigere mich sogar fast schon, solche Sachen dann zu beurteilen, okay, weil es muss Spekulation bleiben. Also das viele Moos, das ja geht in die Richtung, dass da man da einen Gartenschläfer vermuten könnte. Das ist aber so alleine davon kaum machbar. Es ist nämlich tatsächlich sehr, sehr viel Moos. Das kommt mir jetzt für einen Gartenschläfer schon sehr, sehr fleißig vor. Ich vermute, dass das hinter dem angeklappten Laden gewesen sein muss. Und was man sich hier genauer angucken müsste, ist den Kot, der dann auch eigentlich immer hier dabei liegen muss. Es kann auch sein, dass in dem Fall irgendwas runtergefallen ist und so weiter. Das ist nicht ganz einfach, dazu was zu sagen. Also bei solchen Nestern muss man eigentlich immer das Gesamtbild machen. Tatsächlich, was ich tue, wenn ich an so einen Kasten komme und da ist so ein Nest drin, das Erste, was ich tue, ich rieche daran. Also man kann Spuren mit allen Sinnen lesen und erkennen. Und der Geruch spielt für mich bei der Bestimmung von Haselmausnestern eine ganz entscheidende Rolle. Okay, gut. Und das bei heißt, die riechen nämlich nicht. Haselmäuse, Sie haben ja die Bilder gesehen, sind so niedliche Tiere, die machen nicht ins Nest. Gut. Der Gartenschläfer schon, der stinkt ganz schön. Gut. Aber da muss man genau hingucken. Also ist auf Fotos praktisch nicht möglich. Und das ich würde da auch die Frage von Sandra Selina vorwegnehmen. Ja. Die Bestimmung von Nüssen anhand von Fotos halte ich auch für extrem ambitioniert, um nicht zu sagen, eigentlich nicht ernsthaft möglich. Die muss man in der Hand haben und mit der Lupe drauf gucken und dann geht das. Ja. Also wir tun das auch beim Mouvement Conjique. Wie gesagt, Michael sammelt die Nüsse, wenn dann einige zusammen sind, also wird das unter dem Binokularlupe dann einmal die Fraßspuren genau geschaut, um da wirklich sicher zu sein. Also Sandra ist ja auch oft, wir sind ja auf dem einen Naturalist unterwegs und wie gesagt, ich weigere mich auch ab und zu da Fotos zu bestimmen oder zu akzeptieren, weil es nicht immer sicher ist. Ne? Also das ist sehr schwierig. Ne?
Dann kommt von François Theisen noch eine Frage, was eine Klassiker, was tut man, wenn man Gartenschläfer im Haus hat? Also wie gesagt, Roger Damme hat ja jetzt eine Hausaufgabe, er soll an seinem Nest riechen. Aber François Theisen, also zuerst natürlich sich freuen, ne? Ja. Aber dann manchmal nimmt es dann doch Überhand. Was kannst du raten? Also das Erste, was man sich eben überlegen muss, führt das zu Konflikten? Also wenn der Siebenschläfer im Verteilerkasten sitzt und einen Kurzschluss verursachen kann, dann ist es eine Sicherheitsfrage, dann muss der da raus. Das ist überhaupt keine Frage. Wenn aber ein Gartenschläfer im Keller wohnt und da irgendwie durch eine Ritze immer wieder rein und rauskommt und vielleicht den einen oder anderen Apfel mit uns teilt, dann kann man die Frage stellen, ist das irgendwie machbar, kommt man damit klar? Wir haben Diskussionen geführt in Wiesbaden, einer der reicheren Gegenden bei uns hier in Deutschland. Und da hat sich jemand darüber aufgeregt, dass die Gartenschläfer, die irgendwo in einer Zwischenwand sitzen, nachts eben Kot hinterlassen auf seinem Außensofa. Das, finde ich, ist jetzt kein Grund, den Kammerjäger zu rufen. Und da könnte man ja das Sofa nachts abdecken und dann die Decke wieder runterziehen. Also da muss man eben genau hinschauen, wie viel ist es mir wert, dass eine Tierart, die woanders schon längst verschwunden ist, bei mir zu Hause ist, dass ich damit zusammenleben kann. Und wenn es eben aus Sicherheitsgründen oder Hygienegründen, also der Siebenschläfer in der Kuchenbäckerei, das geht ja auch nicht, notwendig ist, dann gibt es spezialisierte Betriebe, die hoffentlich wissen, was sie tun. Und wenn man selber dem nicht vertraut, dann kann man mit sanften Methoden vorgehen. Schlafmäuse, und das betrifft ja hier eigentlich nur Siebenschläfer, wenn man im oder am Wald wohnt, und den Gartenschläfer, mögen keine strengen Gerüche. Und da reicht es auch schon, wenn man beispielsweise mit konzentriertem Pfefferminzöl sowas mal probiert. Oder wenn die Bereiche, in denen die Tiere unterwegs sind, zugänglich sind, dann kann man sehr fein gemahlenen weißen Pfeffer oder schwarzen Pfeffer ausstreuen. Und wenn die dann da durchlaufen und das im Fell haben, das mögen die nicht gerne. Das funktioniert häufig doch ganz gut. Und natürlich die üblichen Tipps, Zugang verwehren, wenn das irgendwie geht. Also Äste der dicken Eiche, die aufs Dach ragen, sowas lädt natürlich Siebenschläfer ein. Also man muss natürlich ganz klar sagen, wie du vorher auch gesagt hast, ähnlich wie bei Fledermäusen, auch die Akzeptanz bei der Bevölkerung für eine gewisse Toleranz muss man werben. Also wie gesagt, man kann nicht die Beratung dahingehend tun, die Tiere nur umzusiedeln oder nur zu vergrämen. Also ich denke, man sollte wirklich auch immer das, wie du sagst, das Schadensbild respektive den Lärmpegel schauen und wie gesagt, sich doch freuen. Also wir haben ja schon ein bisschen eine schizophrene Einstellung, wie gesagt, mähen alles kurz und klein, lassen keinen Samen, keine Sämereien, pflanzen keine Hecken, die Blüten oder einheimische Samen haben, zu. Und wie gesagt, melden dann voll Freude, wenn man dann trotzdem mal so ein Tier findet. Und dann möchte man das auch gleich wieder loswerden. Ich glaube, dass auch sehr viel mental, eine mentale Einstellung ist. Und wie gesagt, natürlich ist die Dämmungsoffensive, die notwendige Dämmungsoffensive, steht diesen Tieren etwas im Weg, sowohl den Bildchen als auch den Fledermäusen. Aber wie gesagt, wenn man sich etwas kundtut oder sich etwas beraten lässt, kann man durchaus auch beides miteinander vereinen und durchaus Kassetten einbauen oder was weiß ich was, wo Schläfer oder Fledermäuse, sage ich mal, unterm Dach trotz gedämmt leben können. Also wie gesagt, immer erst prüfen, wie du schon gesagt hast, Vermeidung dulden oder eventuelle Nachteile eindämmen, wenn es jetzt Kot oder so irgendwo rumliegt, aber man kann das, glaube ich, relativ gut tun. Ne? Dann ist hier noch eine interessante Frage. Ja, vielleicht noch ein Punkt, und wir müssen dran denken, die drei Arten, auch Siebenschläfer und Gartenschläfer, sind geschützte Arten. Also bei uns in Deutschland ist das ja unterschieden in besonders und streng geschützt. Ich weiß nicht, wie das in Luxemburg naturschutzrechtlich aussieht. Aber also auch Tötungsverbot, ganz genau. Also da einfach eine Falle aufstellen und so, das geht halt gar nicht. Und selbst das Aufstellen von Lebendfallen, was immer so als sanft propagiert wird, ist, je nachdem, wie man dann danach mit umgeht, auch nicht ganz ohne. Ja. Denn ein Gartenschläfer oder ein Siebenschläfer, den ich von seinen Jungtieren beispielsweise wegnehme, dann würde das ja den Tod der Jungtiere bedeuten, wenn das ein säugendes Weibchen ist. Und da muss man schon genau hingucken. Dann ist noch eine interessante Frage über diese berühmten... Ich wollte nur ganz kurz noch sagen, weil wir ja auch ein paar Beobachtungen reingemeldet
bekommen haben von Leuten, die 8 Schläfer oder 7 Schläfer im Haus haben. Und da waren aber auch ganz viele dabei, die das gar nicht so negativ gesehen haben, also die nicht loswerden wollen. Genau, also eigentlich auch ganz positives Feedback. Ja. Oder die sich so kenn ich Sorgen gemacht haben, wenn das Haus abgerissen wird, was jetzt mit den 7 Schläfern passieren soll. Also es war auch ganz viel positives Feedback. Ja. Oder den Gartenschläfer. Nee, das ist ganz, ganz positiv. Ich glaube, das ist auch eine Erziehungssache. Aber eine Frage, glaube ich, wo wir jetzt mit Johannes auch einen Fachmann hier haben. Oft wird versucht, bei Planungsvorhaben Haselmäuse im Rahmen der CEF-Maßnahmen umzusiedeln. Du, glaube ich, bist da nicht unbeleckt. Also ihr habt versucht, die Haselmaus im deutsch-dänischen Grenzgebiet wieder auszubreiten. Also dazu einige Erfahrungswerte geben. Ich befürchte nur ein bisschen, dass die Antwort auf diese Frage einen Teil des Publikums langweilen wird. Also ich glaube, ich kann auf diese Frage sachgerecht nicht kurz antworten. Ja, das tut mir sehr leid. Also da müssten wir wirklich, also wir haben hier bei uns in Deutschland genau zu diesem Thema, also Berücksichtigung der Haselmaus bei Eingriffsvorhaben, ein 2-tägiges Seminar gemacht. Okay. Und drunter geht es eigentlich kaum. Also nee, das ist auch, ich gebe einen Tipp, ja. Also wer es nachlesen möchte, ich habe mit Kollegen gemeinsam da vor ein paar Jahren mal in der Zeitschrift Natur und Landschaft einen Artikel geschrieben über die Berücksichtigung von Haselmäusen bei Windkraftplanungen. Das trifft auch auf die meisten anderen Eingriffsvorhaben zu. Also da haben wir die Methoden beschrieben und alle möglichen Maßnahmen. Also das wäre mein Tipp, sich das mal zu besorgen. Wer da nicht drauf zugreifen kann, kann sich bei mir melden. Also das können wir machen. Also vor allem Michael Nau, die zuständig ist bei der Natur- und Forstverwaltung für Genehmigungsverfahren. Also einfach schlage ich vor, Michael, dass du Johannes kontaktierst und dass ihr euch da austauscht, weil das dann doch eher fachspezifisch wird. Und also ich denke, dass Johannes da auch sehr gerne hilft. Ja, und Literatur und Und in der Frage stecken halt schon so ein paar Sachen, wo ich sofort eigentlich sagen müsste, nein, so auf gar keinen Fall, sondern anders und warum. Aber man muss das eben auch erklären, damit es verstanden wird. Und das schaffe ich jetzt in dieser kurzen Zeit nicht. Okay, das ist ja jetzt dann auch in einem separaten Austausch möglich. Dann noch eine Frage von Jean-François Godeau, der eine Fotofalle gebaut hat mit Ultraschallaufnahmen und ein kleines Video gepostet hat, was ich aber auch noch nicht angeschaut habe. Wie gesagt, in Französisch und Englisch, also wo ich einlade, wie gesagt, das sich auch anzuschauen, was, denke ich, durchaus interessant ist. Detection du Muscardin, eine Etude Eco First. Wie gesagt, schauen wir uns an, kann ich jetzt dazu nicht sagen. Dann ist die Frage von Karin Hemmer, ob du Publikationen über die unterschiedliche Anzahl an Chromosomen bei Gartenschläfern kennst. Da gibt es einige tatsächlich. Das Zeug ist ziemlich alt, muss man dazu sagen, weil das Zählen von Chromosomen bei Tieren ist ja keine ganz sanfte Methode, um das ganz vorsichtig auszudrücken. Ja. Und das war in den 80ern und den 90ern noch irgendwie so ein bisschen en vogue. Macht man heute so gut wie gar nicht mehr, weil man dazu sehr frisches Blut braucht und direkt im Labor und so weiter mag man sich gar nicht so ganz genau ausmalen. Deswegen sind die paar Arbeiten, die es dazu gibt, schon etwas älter, gibt es aber wie so 2, 3. Die Fragen, die sich daran anschließen, ob die sich untereinander fortpflanzen können und so weiter, da ist vieles nicht bekannt. Wenn man sich aber bei anderen Arten umschaut, also diese unterschiedlichen Chromosomenzahlen sind ja bei anderen Artengruppen also nichts Verwunderliches, also denken wir an die Reptilien oder so, da ist das ja völlig üblich und wenn man zu den Pflanzen geht, da geht ja alles durcheinander. Da gibt es also einiges. Die moderneren Methoden verraten uns noch ein bisschen in Details etwas mehr. Und da gibt es auch tatsächlich gewisse Überlappungen, die dann verraten, wo sind die genetischen Unterschiede bei diesen Tieren. Aber daran wird zurzeit gearbeitet. Da gibt es zum Gartenschläfer jetzt noch nichts, was da ganz aktuell veröffentlicht wäre. Die Sachen sind aber in Arbeit. Also man kann ja auch sagen, aufgrund des geringen Aktionsradiuses von Gartenschläfern, dass diese verschiedenen Chromosomentypen sich auch kaum begegnen. Ne? Also das ist ja keine wandernde Art. Ne? Das heißt, da wird es nur sehr geringe, aneinander grenzende Populationen mit unterschiedlichen Chromosomen geben. Wo es natürlich interessant wäre, zu schauen, wie die sich verhalten oder wie die sich... Also, weil es ein schönes Beispiel ist von Artbildung. Und da haben wir
am Beispiel der Haselmaus auch was ganz Spannendes, denn die Haselmäuse, die es in Luxemburg gibt, ja, sind andere als die, die es bei mir zu Hause gibt. In Europa kennen wir zwei verschiedene, sehr genetisch sehr deutlich voneinander unterscheidbare Haselmaustypen. Wir reden hier noch nicht von Arten, obwohl der Unterschied sehr, sehr groß ist, sondern von Evolutionary Significant Units. Und es könnte sein, das wissen wir aber noch nicht genau, dass der Rhein in etwa die Grenze zwischen den west- und östlich davon vorkommenden ist. Es ist ein kleines bisschen komplizierter als das, was ich gerade gesagt habe, aber für Luxemburg und Deutschland stimmt es ungefähr. Die Grenze geht tatsächlich durch Deutschland. Und jetzt gibt es einen Fun-Fact am Rande. Die östlich lebenden Haselmäuse, also die, die die allermeisten Schlafmausforscher kennen, die sind super lieb und niedlich und die im Westen beißen. Also in Luxemburg würde ich jetzt so ganz schnell und spontan keine Haselmaus anfassen. Es könnte sein, dass sie beißen, und wer so scharfe Zähne hat, dass er durch eine Haselnussschale durchkommt. Ja, das stelle ich mir schmerzhaft vor. Ja. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Darf man die Tiere anfassen? Also nein. Man darf sie nicht anfassen, sind ja geschützte Arten. Ja, also Sandra Celina schreibt das ja gerade, ja, dass als geschützte Art weder anfassen, transportieren, halten, gefangen halten und so weiter, dass das verboten ist. Gut. Also tatsächlich mache ich das ja auch in meiner Tätigkeit mit entsprechenden Ausnahmegenehmigungen. Also, und, Dann ist noch eine Frage hier, ob es irgendwo eine Dokumentation... Schalke, ich wollte, wir haben nur vergessen, den Teilnehmern zu sagen, wie sie sich auch selber zu Wort melden können. Ja, ja. Genau, also sie können auch ihre Frage selbst stellen, sie müssen das nicht über das Chat machen. Ja. Dazu gehen sie unten in die Leiste auf dieses Smiley und Reactions heißt es bei mir. Und dann können Sie da Handheben auswählen und dann sehen wir, dass Sie eine Frage haben und dann können wir Ihnen das Wort geben. Gut, gut. Dann und das geht ganz bestimmt auch auf Französisch. Ja, ja. Dann ist eine Frage hier, gibt es irgendwo eine Dokumentation, wie man Nester findet, glaube ich. Also tatsächlich gibt es da alle möglichen Beschreibungen irgendwo versteckt in irgendwelchen Büchern, aber das ist nichts, was man in einem Buch lernen kann. Sehr gut. Das geht nur im wirklichen Leben mit jemandem, der damit viel Erfahrung hat. Ja, was ich vielleicht vorschlagen kann, also man muss sagen, dass das LIST, Laxman Institute of Technology, zusammen mit dem Umweltministerium ein Monitoring in Luxemburg von der Haselmaus machen. Wie gesagt, die Person soll sich bei uns melden und wir setzen sie dann in Kontakt mit den Personen, die dieses Monitoring durchführen. Macht Mös unter anderem, wie gesagt, und der mit Sicherheit auch bereit wäre, mal den einen oder die andere mit aufs Terrain zu nehmen, dass man das sich anschauen kann. Wie gesagt, also das, denke ich, ist auch, wie du sagst, etwas, was man optisch lernen muss. Das lässt sich nicht erzählen und auch nicht niederschreiben. Und seien Sie vorsichtig, was Sie sich wünschen. Ich kenne Menschen, die sind auf diesem Weg der Haselmaus verfallen. Und die können gar nicht mehr spazieren gehen am Wochenende, ohne Nester zu suchen und auch welche zu finden. Das kann richtig Spaß machen. Und man begegnet dort eben allen möglichen Sachen, die man sonst vorher nicht für möglich gehalten hätte. Wenn Sie sich an das Bild erinnern vorhin von der Haselmaus, die so aufgerichtet da saß und wo man die Zitzen sah, das hat einer von diesen Freiwilligen gemacht, während er mit seiner Frau am Wochenendspaziergang Nester suchen war. Also Aufruf an alle Haselmaus- und Gartenschläfer, und Siebenschläfer nachweisen. Dann noch eine Frage von Christian Reifers. Inwieweit Gartenschläfer, generell Schläfer, Vektoren jetzt sind von ansteckenden Krankheiten, wie zum Beispiel Hantaviren oder sonstigen Parasiten, also für den Menschen natürlich gefährlich? Ich bin sehr dankbar für diese Frage, weil da bringen die Schlafmäuse eigentlich nur gute Nachrichten mit. Wir haben ja schon gesehen, wie hübsch sie sind und was sie alles für nette Eigenschaften haben. Und tatsächlich gibt es so gut wie gar nichts, was die so mit sich rumschleppen. Wir sind, was den Gartenschläfer angeht, fast schon verzweifelt auf der Suche nach irgendwelchen Krankheiten. Und wir finden nichts. Es gibt sogar, und jetzt kommen wir wieder in den Bereich der Superkräfte, was bei den Schlafmäusen was ganz, ganz Besonderes. Wenn wir an so schlimme Sachen denken, die man sich so im Wald einfangen kann, dann fallen mir immer gleich die Zecken ein. Und warum haben wir alle Angst vor Zecken?
weil sie unter anderem Borrelien übertragen, die ja dann bei uns eine Borreliose auslösen, was nicht besonders schön ist. Jetzt sind auf jeden Fall Siebenschläfer, da ist das sehr gut untersucht, in der Lage, die Borrelien, die sie tragen, also man hat früher gedacht, weil die Schlafmäuse so groß sind und sehr viele Zecken haben können, können sie trotz ihrer Seltenheit wichtigen Rolle spielen in diesem Kreislauf Zecke, Nagetier, Mensch, bis man dann herausgefunden hat, dass die Schlafmäuse die Borrelien, die sie von den Zecken bekommen, über den Winter abtöten und nach dem Winterschlaf dann komplett clean wieder auftreten und damit sogar aufgrund ihrer Seltenheit nicht besonders effektiv, aber trotzdem damit sogar das Risiko, eine Borreliose zu bekommen, ganz leicht senken, weil die nächste Zecke, die hier an so einem Siebenschläfer wieder saugt, die wird Blut ohne Borrelien bekommen. Also das ist was ganz, ganz Irres, hat vermutlich eben mit der Physiologie des Winterschlafs zu tun. Ja. Aber ist, denke ich, sicher auch interessant, forschungsmäßig. Also natürlich kann man jetzt nicht bei den Menschen in Winterschlaf versetzen, aber dass man trotzdem diese Abwehrmechanismen weiter erforscht. Ne? Daran arbeitet man bereits. Okay. Also tatsächlich spielt es auch unter den Schlafmausforschern eine gewisse Rolle, dieses Thema. Die Frage, was kann der Mensch, wie kann der Mensch vom Winterschlaf profitieren in ganz verschiedene Richtungen? Also ein so ein sehr öffentlichkeitswirksames Thema ist natürlich, sind Raumreisen. Wenn der Mensch wirklich zum Mars will, dauert das ziemlich lange. Und hier gibt es nicht nur die Vorstellung, da jemanden einzufrieren und so ein Quatsch, sondern es geht um handfeste Sachen. Denn in der Schwerelosigkeit nimmt bei Menschen die Muskulatur stark ab. Und wenn man sich das jetzt für sehr lange Zeit vorstellt, ist das ein Riesenproblem für Langzeit-Weltraumreisen. Und jetzt sind Schlafmäuse in der Lage, sich ein halbes Jahr lang gar nicht zu bewegen im Winterschlaf. Und trotzdem atrophieren die Muskeln nicht. Und was da dahinter steckt, das versucht man gerade rauszufinden. Unter anderem eben auch, um in Zukunft lange Weltraumreisen möglich zu machen. Ein japanischer Kollege hat das vor ein paar Jahren auf einer Tagung mal gesagt, das ist sein Traum, eine Dormouse in Space, und er hat tatsächlich den ersten Schritt dorthin schon getan und hatte einen Japanschläfer auf einem Parabelflug dabei und war gemeinsam mit diesem Japanschläfer in so einer Kiste kurzzeitig in der Schwerelosigkeit unterwegs. Man kann sich aber auch natürlich etwas andere Anwendungen vorstellen, wenn wir uns mit schlimmen Krankheiten beschäftigen, die dazu führen, dass Muskeln abgebaut werden, dann könnte der Winterschlaf und die Forschung am Winterschlaf uns hier auch weiterhelfen. Das klingt sehr interessant. Also wie gesagt, Sandra Schelina weist noch einmal darauf hin, auch wenn die Tiere niedlich aussehen, wie gesagt, sie sind geschützt, streng geschützt, in die Hand nehmen ist auf jeden Fall keine Option. Auch wie gesagt, beim Nachweis über Innaturalist immer Schutz vor Nachweis stellen. Es handelt sich um geschützte Tiere, auch Gartenschläfer. Also wie gesagt, immer auch den Schutz der Tiere zuerst bedenken. Wie sieht's aus, Michael? Ich sehe keine Hand oben. Nein, noch nicht. Ich habe aber noch eine Frage. Ja. Sie haben auch die Haftfüße ja angesprochen. Wie genau funktionieren die? Also ist es ein Sekret? Sind es Saugnöpfe? Oder wie? Also physiologisch habe ich mir das tatsächlich noch nicht so genau angeguckt. Wir haben, sobald die Untergründe rau sind, zunächst mal die sehr, sehr feinen, spitzen, scharfen Krallen, die da was weiterhelfen. Und dann fällt auf, dass die Füße sehr, sehr große, sehr weiche Ballen besitzen, die vermutlich so eine Art Reibungswiderstand dann erzeugen. Saugnäpfe kann man da nicht zu sagen, aber sie haben im Verhältnis ja doch eine ganz große Oberfläche. Und dann kommt die Anatomie dazu, die es ihnen ermöglicht, die Füße im Gelenk so rumzudrehen. Bestes Beispiel, was wir ja immer gut kennen, ist die Katze, die von der Feuerwehr vom Baum geholt werden muss. Kennt man in jedem Kinderbuch, da kommt sowas vor. Die Feuerwehr rettet die Katze vom Baum, die ist dort auch hochgekommen, warum kommt sie nicht runter, frage ich mich dann immer. Tatsächlich kann eine Katze sehr gut den Baum hochklettern, weil die Krallen ja in diese Richtung funktionieren. Bergab funktioniert es aber nicht, und das können die Schlafmäuse, indem sie dann die Füße rumdrehen, genau wie
das Eichhörnchen ja auch oder viele Affen, die können das. Und diese Kombination aus dieser Anatomie, die dafür gut geeignet ist, den wirklich sehr scharfen spitzen Krallen und diesen sehr dicken, weichen Polstern, scheint da den Unterschied zu machen. Ist ja wahrscheinlich dann ähnlich wie bei den Fliegen, so diese Pulvilli, also das wahrscheinlich mit feinen Härchen eine riesengroße Oberfläche ist. Ja, das kann ich nicht genau sagen. Okay, ja, oder bei den Geckos, die haben ja da sowieso Lamellen. Lamellen drin. Aber das, so genau habe ich mir die noch nicht angeguckt. Okay, gut. Da können wir dann noch uns was anschauen. Da gibt es jede Menge noch zu tun. Ganz viel. Gibt es noch weitere Fragen? Ich habe hier noch mal eine neue gesehen. Ja. Da geht es um Maßnahmen in Naturschutzgebieten, vor allem für die Haselmaus. Also da trifft das, wenn man sich die Lebensräume anschaut, die ich so ein bisschen versucht habe zu beschreiben. Also Pflanzenartenvielfalt, das wäre ein ganz wichtiges Stichwort. Ich muss mir vorstellen, ein Tier, das nur leicht verdauliche Nahrung frisst. Und das ist im Jahresverlauf, beginnt das mit Blüten und Pollen. Ich muss also Blüten haben, und zwar ganz früh im Jahr, im April, Mai. Dann geht es weiter mit Insekten. Blattläuse sind zum Beispiel sehr beliebt. Dann muss ich also die Pflanzen haben, auf denen die leben. Darum spielt die Fichte im Lebensraum der Haselmaus durchaus eine gewisse Rolle, weil an Fichten eben sehr viele Läuse vorkommen und die Pollen, die produziert werden in manchen Jahren. Dann geht es im Sommer über zu süßen Früchten. Sehr gerne Brombeere, Himbeere, Eberesche. Sowas spielt da eine große Rolle. Ich brauche also, gerade die Brombeere ist eine wichtige Pflanzenart. Die hat ja parallel Früchte und Blüten und das sehr lange im Jahr. Dann kann man aus den Blättern schön Nester bauen. Und dann geht es im Herbst über in die fettreichen Samen. Ob das jetzt Kirschkerne, Haselnüsse, die kleinen winzigen Früchtchen der Hainbuche oder Linde sind. Das spielt jetzt nicht die allergrößte Rolle, aber dann hat man ungefähr das, den Lebensraum beschrieben, den man eben auch fördern kann. Und das sind eben ganz häufig lichtere Wälder, in denen genügend Licht auf den Boden fällt, dass der Haselnussstrauch, der da steht, eben auch fruchten kann, dass da die Brombeere wächst. Meine Erfahrung jetzt mit Haselmaus, also wo du es sagst, mit der Brombeere, ich hatte irgendwo mal gelesen, dass man sie auch Brombeermaus nennen könnte. Ne? Ja. Also die Brombeere spielt wirklich eine große Rolle. Also alle meine Nester, die ich bisher gefunden habe, waren meistens in Brombeerhecken. Und das führt eben auch dazu, dass wir zum Beispiel unsere, du hast es ja angestoßen mit der Autobahnrandpflege, aber wir müssen ja auch an unsere Waldwege denken oder unsere Waldränder denken. Und hier geschieht leider zu oft, dass entweder bis an den Waldrand gepflügt wird, obwohl es ja eigentlich Greening-Prämien gibt für diese Streifen oder zum Beispiel auch die Waldränder jährlich gemäht werden, auch zu einer sehr ungünstigen Zeit und halt dadurch diese Krautsäume oder diese Brombeersäume gar nicht erst aufkommen. Ne? Und das wäre zum Beispiel für mich eine Maßnahme, die ich durchaus als sinnvoll ansehe, diese Bewirtschaftungsmaßnahmen der Waldwege einzustellen, soweit sie zumindest meistens sinnlos sind und eigentlich nur ästhetischen Charakter haben, respektive Gemeinde- oder Waldarbeiter beschäftigen im Sommer. Ne? Ja, definitiv. Also Waldsäume, sowohl außen als auch innen, spielen da oder können da eine ganz große Rolle spielen. Allerdings muss ich sagen, dieses Brombeermaus-Ding, das kann auch damit zu tun haben, wenn man einmal erfolgreich war, Haselnussnester in Brombeeren zu finden, dann findet man die immer nur in Brombeeren und das übersieht die anderen. Aber das ist tatsächlich so ein Ding. Also, aber es stimmt tatsächlich. Brombeere ist eine super, super Nahrungspflanze. Das Problem der Pestizide, warum werden Pestizide im Wald eingesetzt? Das frage ich mich auch manchmal. Also tatsächlich gibt es da verschiedene Anwendungsmethoden. Also zu den Pestiziden gehören ja auch die Rodentizide, also die Nagergifte. Und Nagergifte werden im Wald dann eingesetzt, wenn junge Kulturen begründet werden, weil Mäuse die gepflanzten Bäume anfressen und schädigen können. Das ist so ein Punkt, wobei der Fehler da viel weiter vorne liegt, warum man überhaupt Bäume pflanzen muss auf Freiflächen. Hätte man doch vorher schon auf die kostenlose Naturverjüngung setzen können. Der zweite
Grund, der zurzeit bei uns in Deutschland zumindest eine größere Rolle spielt, ist die Begiftung von liegendem Holz, das begiftet wird gegen Borkenkäfer, damit es nicht das liegende Holz befällt. Also das ist zum Glück von staatlicher Seite in Luxemburg untersagt. Also da gibt es eine ganz klare Direktive, dass das nicht geschieht. Aber ich glaube, das, was auch in Hessen oder auch in Deutschland zurzeit zunimmt, ist natürlich der Eichenprozessionsspinat, wo in letzter Zeit massiv wieder die Forderung nach Einsatz von Pestiziden in Wäldern. Wir haben darüber hinaus nach wie vor auch Forderungen zur Bekämpfung von Maikäfern zum Beispiel. Und das wird nicht nur mit Naturmitteln getan, sondern es wird immer wieder auch beantragt zumindest, dass dort Pestizide eingesetzt werden dürfen. Und dann haben wir in manchen Ecken sogar noch die Möglichkeit, das geht vor allem, meines Wissens im Staatswald findet es gar nicht statt, durchaus auch in der Kulturpflege, nicht, dass nicht nur gemäht wird, sondern dass da auch tatsächlich Pestizide eingesetzt werden. Es ist im Verhältnis zu dem, was in der Landwirtschaft passiert, wenn man jetzt mal das auf die Fläche bezieht, ist es wenig, aber es nimmt tatsächlich zu. Und da muss man sich wirklich fragen, ist das denn notwendig? Und wir haben tatsächlich sogar Diskussionen um den Einsatz von Nagergiften in Haselmaus-Lebensräumen, wo das eigentlich durch ist und gar nicht geht, und fangen jetzt dann drüber zu diskutieren, ob man das nicht auch auf Gartenschläfer-Lebensräume ausdehnen kann. Und da haben wir jedes Mal große Diskussionen. Also es ist auch zu bedenken, bei uns wird dann teilweise der Einsatz von Bioziden, also von zum Beispiel BT, Bacterium thuringiensis, gefordert oder gefördert. Und man muss ganz klar sehen, dass natürlich auch diese Methode natürlich die Arthropoden sterben lässt und damit auch zum Teil die Nahrungsgrundlage auch eines Gartenschläfers oder einer Haselmaus. Ne? Also dass diese Methoden nicht in dem Sinne nicht harmlos sind, sind natürlich ungiftig in dem Sinne, aber natürlich zerstören sie auch das Nahrungsspektrum dieser Art. Ne? Mhm. Gut, Michael, hast du noch eine Frage? Ich hätte noch eine letzte, also von meiner Seite aus. Wie genau hängt man diese Nesttubes am besten auf den Ast, unter den Ast, mit der Öffnung zum Baum oder zum Stamm, genau. Tatsächlich. Da hatten wir welche mitgegeben und die sind noch immer nicht belegt. Ja, aber vielleicht mögen sie die dann auch nicht. Also tatsächlich ist man da ziemlich frei. Es ist aus praktischen Gründen viel besser, sie unter den Ast zu hängen. Wenn man sie auf den Ast macht, dann fallen sie leicht runter. Das ist aber das Einzige. Es gibt eine Kollegin in England, die hat das tatsächlich auch mal nebeneinander ausprobiert und hat dann festgestellt, es ist egal, ob oben oder unten, sie gehen gleich gut oder gleich schlecht rein. Aber ich hänge sie immer unter den Ast, weil sie dann eben nicht runterfallen können. Dann sollte man darauf achten, dass die Öffnung so weit geschützt ist, dass es da nicht reinregnet. Aber das ist, glaube ich, relativ klar. Und dass man bei der Kontrolle gut rankommt. Nesttubes halte ich persönlich für in aller Regel für die schlechtere Variante, was den Nachweis der Arten angeht. Und die sollten eigentlich verstanden werden als Ersatz für das Finden von Nestern. Also überall dort, wo ich Nester suchen könnte, im Gebüsch zum Beispiel, nutze ich Nesttubes, aber überall dort, wo ich einen Kasten hinhängen kann, hänge ich einen Kasten auf. Ich habe erst vor kurzem eine kleine Untersuchung publiziert, wo wir die Bevorzugung durch Haselmäuse von Kästen und Nesttubes untersucht haben. Und da ist es tatsächlich so, dass Haselmäuse viel lieber in Kästen gehen, wenn sie die Möglichkeit dafür haben und dafür die Nesttubes zur Seite lassen. Es gibt eine Ausnahme, wann sie das eben nicht tun, wenn sie dann auch gerne in den Nesttubes sind. Das ist dann, wenn es sehr viele Mäuse gibt und diese Mäuse die Haselmäuse aus den Kästen verdrängen. Das sind Jahre, in denen man dann auch viele Haselmäuse in den Nesttubes findet. Aber in den übrigen Jahren halte ich Kästen für die bessere Alternative. Sie sind ein bisschen schwerer, sie sind in der Anschaffung etwas teurer und man braucht halt einen Baum dafür, um sie da aufzuhängen. Aber
Überall, wo das geht, sollte man Kästen verwenden. Aber dann die richtigen. Werden die jetzt ausgewechselt. Also der Bauplan findet sich auf der Seite von Mouvement Ecologique für diejenigen, die Lust haben, ihren Garten oder... Ja, und da vielleicht eben nochmal der Hinweis, immer raues Holz verwenden. Mhm. Und das Zweite, das mit dem Loch zum Stamm, das muss ich vielleicht erklären, weil da gibt es immer wieder merkwürdige Fragen zu. Also wenn man solche Kästen im Wald aufhängt, muss man sich auf Fragen gefasst machen, weil mir sind die Kästen auch schon abgehängt und andersrum wieder aufgehängt worden. Weil die Leute dann gesagt haben, Mensch, was hat denn der da einen Fehler gemacht? Das Loch ist doch gar nicht da, wo der Vogel reinfliegen kann. Wir haben auch schon lustig gesagt, das sind die Kästen für die Spechte, die müssen sich die Löcher selber machen. Aber tatsächlich geht es da eigentlich nur um eines. Wir wollen den Vögeln den Zugang erschweren. Und das nicht, weil es Konflikte zwischen Schläfern und Vögeln gäbe, sondern um mir selber bei der Kontrolle das Leben zu erleichtern. Einmal möchte ich die Vögel natürlich nicht stören in der Brutsaison und wir kontrollieren im Juni, weil wir mitten in der Brutsaison sind. Und zum anderen sind die Vogelflöhe so lästig. Und deswegen möchte ich da keine Vögel drin haben. Säugetiere, also die Schlafmäuse haben so wenig Flöhe, das passt eigentlich. Und bei den Vogelnestern sind immer so viele Flöhe drin. Deswegen ist das Loch zum Stamm. Und es gibt noch bei uns zumindest einen weiteren Grund. Das sind ist die Haltbarkeit der Kästen. Wenn nämlich Vögel in den Kästen sind, dann habe ich eine ganze Reihe von Prädatoren, die gerne an diese Vögel ran wollen. Gerade wenn die Jungvögel drin sitzen und piepsen die ganze Zeit, dann kommt der Specht und hackt mir meinen Kasten kaputt. Dann kommt der Waschbär und schmeißt ihn runter und in manchen Fällen auch der Baumarder, der da dran rumrackelt und das kann ich nicht gebrauchen. Und seit wir die Öffnung zum Stamm haben und auch den Lochdurchmesser für Haselmäuse zumindest verkleinert haben, haben wir da viel weniger Probleme mit und schmeißen die Waschbären auch nicht so viele Kästen runter. Erst noch eine Frage, wie groß ist das Revier einer Haselmaus? Das heißt, wie weit sollen zwei Kästen auseinandergehängt werden? Ob Haselmäuse tatsächlich Reviere haben, bezweifle ich. Reviere sind ja definiert als exklusiv genutzte und auch gegen andere Artgenossen verteidigte Streifgebiete. Das ist wahrscheinlich nicht der Fall. Zumindest bei Siebenschläfern, auch Gartenschläfern, wissen wir, dass die sich ganz gut vertragen und dass Konkurrenten, also Männchen, zusammen auch tagsüber in einem Kasten angetroffen werden können. Nachts über beißen sie sich in die Ohren. Aber tagsüber scheint das irgendwie in Ordnung zu sein, sich dann gemeinsam da zu schlafen zu legen. Haselmäuse oder Streifgebiete von Haselmäusen sind klein. Also so ein Hektar oder zwei für ein Tier kann man wohl ausgehen. Wenn die Strukturen besonders linear sind, kann das auch mal ein bisschen mehr werden rechnerisch, aber viel mehr ist es nicht. Also Haselmäuse bewegen sich pro Nacht nur wenige hundert Meter weit, wenn überhaupt. Beim Gartenschläfer ist es ein bisschen mehr, da sind wir so bei 2 bis 4 Hektar. Und zum Siebenschläfer muss ich zugeben, habe ich die Zahlen dazu nicht im Kopf. Wie weit die Kästen auseinanderhängen sollten, hängt vor allem davon ab, was man damit bezweckt. Wenn man nur was Gutes tun will, dann ist es eigentlich egal. Wobei nochmal unterstrichen, ein Kasten ist nie ein vollwertiger Ersatz für eine Baumhöhle. Es ist viel besser, einen Baum alt werden zu lassen, als zwei Kästen aufzuhängen. Kästen sind aber eine sehr, sehr geschickte Methode, um Tiere zu Gesicht zu bekommen. Und darum werden sie vor allem im Monitoring eingesetzt, und zwar für all diese Arten. Und da ist dann auch gewährleistet, Monitoring heißt ja Dauerbeobachtung, dass dieser Kasten auch betreut wird. Denn ein Kasten ist nur so gut wie die Pflege, die er erfährt. Das heißt, man sollte den spätestens einmal im Jahr auch kontrollieren. Und wir kontrollieren Haselmaus, Gartenschläferkästen sogar noch häufiger, dann aber eben im Rahmen von Monitoring mit Genehmigung. Und da ist es tatsächlich so, dass die Kästen nicht zu dicht aufeinander hängen sollten. Denn in normalen Wäldern sind Baumhöhlen auch für Schläfer so eine so seltene Requisite, dass man davon ausgeht, dass bei der Haselmaus zumindest die Baumhöhlendichte die Dichte mitbestimmt. Das hat ein Kollege mal ausprobiert und hat in seinem Untersuchungsgebiet die Kastendichte erhöht und damit sofort die Haselmausdichte erhöht
Dann hat er die Kästen wieder weggehängt und dann ist die Haselmausdichte wieder runtergegangen. Also ich kann mit der Methode eben auch mein Ergebnis beeinflussen und das sollte man nicht tun. Ein Kastenabstand von 50 Metern für solche Monitoringvorhaben hat sich bei uns bewährt. Okay, vielen Dank. So, wie sieht es jetzt aus? Noch Last Call, sage ich mal. Wir haben 9:15. Die meisten Leute sind noch anwesend, was ich sehr schön finde. Das heißt, die Diskussion scheint interessant zu sein, mit vielen Informationen. Also ist jetzt der Moment, falls noch Fragen sind, noch eine Frage anzuhängen. Ich habe sonst auch noch eine letzte Folie, dann zeige ich die noch und dann, wenn da noch eine Frage ist, dann können wir die noch nehmen. Ja, du wolltest noch Reklame machen für unsere nächste Veranstaltung, Michelle. Ganz genau. Und deshalb übergebe ich auch das Wort an Roger Dame, der auch aktiv ehrenamtlich im MUMO ist und der uns diese Aktion jetzt vorstellen kann. Ich suche nur schnell die Folie. Ja, aber genug. Nein. Ja, aber nur Wind. So, tschüss, danke. Kannst du ein Plätze bei euch machen? Vollas. Ich wollte just kurz darauf aufmerksam machen, dass wir vermutlich mal ähnlich wie die Haiaktion etwas werden machen mit den Bayern, mit am Anfang mit freilebenden Bayernvölkern. Nicht die Bayern, die von Imker gehalten gingen, im Joch freilebenden Bayernvölker, zumal sind also Böscher, die dann, wie ihr auf dem Foto gesehen in Lohlach von einem Schwarz spielt, die Hirlen, die sind groß genug auch für Bayervölker. Und Bayervölker sind ursprünglich am Fong, kommen die aus dem Busch. Und wir werden nur einen Abruf machen, für so viel wie möglich freilebende Bayervölker gemeldet zu kriegen. Es geht sicher, mit das schwer für sie zu fahren, mit das oft durch Zufall, wo sie fand. Und dafür werden wir nur einen Abruf machen, für möglich viel der zu fahren, weil der auch eine relativ wichtige tun bei der Bestäubung sowieso, aber innerhalb von der Erde, wo sie am Anfang auch bei der Fortpflanzung an der Vermehrung von den anderen Honigbeien teilholen. Wir werden noch dazu eine Visite machen, eine Trippeltour, den aus dem 3. Juli genau ist noch nicht festgehalten, wo wir wahrscheinlich zu Bierden bei Burschen sind, weil wir dort zwei Nächte haben, die nur noch bewohnt sind und die wahrscheinlich dann noch am Juli noch bewohnt werden sind. Okay, merci. Gut. Ich habe mich jetzt gefragt, stehen die eigentlich dann in Konkurrenz zueinander, Wildbienen und Schläfer, wenn sie beide... Nicht nur Wildbienen und Schläfer. Meine Brechstandfledermaus kommt noch hinzu. Ja. Also auch im Wald herrscht Wohnungsnot. Also Johannes kann das bestätigen. Also gerade wenn forstliche Maßnahmen durchgeführt werden, die den natürlichen Baumhüllenbestand senken oder respektiv das Umtriebsalter der Wälder relativ niedrig ist. Also je höher das Alter der Wälder ist, je mehr Baumhüllen es generell vor allem in Laubwäldern gibt. Und normalerweise ist das eine Sache von Mietern und Untermietern und Nachfolgern. Wie gesagt, also da schließt keiner den anderen aus, sondern oft wird eine Nutzung nacheinander, manchmal sogar zeitgleich von Schläfern, Hornissen, Wespen, Blaumeisen, Eichhörnchen und so weiter, Wildbienen, wildlebenden Bienen, muss ich sagen, stattfinden. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir das Hüllenangebot in den Wäldern natürlich möglichst hoch halten. Jawohl. Mehr sage ich da nicht dazu. Ich habe tatsächlich heute noch ein Bild rausgeschmissen aus dem Vortrag, wo so ein Haselmausnest auf einem Wespennest in so einem Kasten drin war. Kommt vor. Ja. Also hier ist noch eine Frage jetzt aufgelaufen. Ist die Dichte von 40 Gartenschläfern und mehr bei einem Wohnhaus üblich? Die ist sehr hoch, auf jeden Fall. Und da muss man sich die Umgebung schon genau angucken. Aber tatsächlich ist es so, dass wenn sich Gartenschläfer irgendwo wohlfühlen, dass die Dichten dann schon hoch sein können. Ich möchte aber auf die Ermittlungsmethode bei der Dichte da kurz noch drauf eingehen. Also manche machen den Fehler,
Da werden irgendwie Tiere wo irgendwo weggeholt und dann irgendwie ein Stückchen weiter weg wieder freigelassen und dann wundert man sich, wie hoch die Dichte ist. Aber auch wenn es kleine Tiere sind, die können doch eine Strecke laufen. Wir haben also bei Haselmäusen sind Rückwanderdistanzen innerhalb kürzerer Zeit von bis zu einem Kilometer bekannt. Und bei Siebenschläfer und Gartenschläfer müssen wir da von noch größeren Distanzen ausgehen. Deswegen muss man sich genau anschauen, sind diese 40 auch wirklich 40 einzelne? Und wenn ja, dann ist es eine hohe Dichte, aber jetzt irgendwie nicht ganz außergewöhnlich, weil die mögen sich schon gegenseitig ganz gerne. Das ist auch der Grund, warum die früher für viele physiologischen Untersuchungen ganz gerne im Labor auch gehalten wurden, weil man doch relativ viele Gartenschläfer auf den Haufen packen kann. Also hier wird berichtet von mehreren Kilometern und dass die Tiere einzeln vorkamen. Gut. Ja, je nachdem, wie der Lebensraum aussieht, würde ich meine Hand für nicht ins Feuer legen, dass sie dann auch wieder, dass es da also wenn der zum Lebens- Teil um die gleichen handelt. Also wenn der Lebensraum, der umgebende Lebensraum natürlich sehr gut ist, kommt natürlich auch immer wieder zu einer Einwanderung. Ne? Also ein guter Lebensraum wird immer besetzt sein, ne? Oder immer besetzt werden. Ne? Ja, also und da ist es dann auch so, da hilft es auch relativ wenig, wenn man das Tier aus dem Haus raus und dann woanders hinbringt, weil das nächste ist, dann steht schon wieder Gewehr bei Fuß. Man muss die Ursachen ergründen und dann eben verhindern, dass es dazu zu einem Eindringen kommt. Ja. Okay, noch eine Frage. Ich glaube, wir sind am Ende angekommen und wir bedanken uns, Michael und ich, uns recht herzlich, Johannes, dass du dir die Zeit genommen hast, mit sehr fachlichen, sehr treffenden Bemerkungen unser Wissen erweitert hast. Ich glaube, unser Herz etwas geöffnet hast für diese Tiergruppe, dass man die Augen auch etwas aufhängt, wir alle etwas als Ambassadeurs, also Botschafter jetzt dieser Tiere in nächster Zeit unterwegs sein werden. Und ich glaube, das Dankeschön auch im Chat zeugt, dass du uns einen schönen Abend geliefert hast. Wie gesagt, wir sind dir zu Dank verpflichtet, trotz deiner angespannten Zeitsituation, dass du dich für uns Zeit genommen hast. Und wie gesagt, jederzeit auch in Luxemburg willkommen. Wie gesagt, wenn noch Fragen auftauchen oder Michael ist auch weiterhin, glaube ich, offen für Anregungen oder Diskussionen. Michael, du kannst vielleicht kurz einmal dann anschließen. Genau, also Sie können mir gerne E-Mails schicken oder auch anrufen. Also E-Mail am besten an natur@öko.lu oder an michael.charles.öko.lu. Genau, dann nehme ich die entgegen und gebe die auch an Jacques weiter, falls ich nicht direkt darauf antworten kann. Wenn ich nicht antworten kann, gebe ich sie an Johannes weiter. Genau. So machen wir das. Wie gesagt, vielen Dank, Johannes. Vielen Dank an die Zuhörer, an die Geduld, an die vielen interessanten Fragen. Ich wünsche jedem einen schönen Abend und wie gesagt, schöne Naturbeobachtungen dieses Jahr draußen in der Natur. Wie gesagt, vielen Dank und noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Tschüss.